Guten Tag an unsere Kunden, an unsere Gäste hier aus den Räumlichkeiten der FOC in Berlin. Wir haben zugesagt und halten unser Versprechen, eine gemeinsame Kundenveranstaltung zum Thema IT-Sicherheit mit verschiedenen Experten zu machen. Ich möchte noch mal ganz kurz vorher den Ablauf bekannt geben. Zunächst noch mal, mein Name ist Bernd Schulz, Geschäftsführer der Telcotech GmbH, eines der Unternehmen, die gemeinsam heute hier präsentieren werden. Wir haben folgenden Plan uns vorgenommen. Wir werden zunächst die Vorstellung der Firma FOC durch den Geschäftsführer Herrn Christian Kutzer haben. Dann werden wir im ersten Punkt zum Thema Monitoring, Analyse-Tool für industrielle Anwendungen, die Scanbox, sprechen. Das wird Professor Dr. Detgen machen. Im zweiten Punkt wird es ums Monitoring von Lichtwellenleiter gehen. Das wird der Herr Kutzer, der Geschäftsführer der FOC, vornehmen. Und im dritten Punkt geht es um das Thema sichere Dokumentenverwaltung, wo der Geschäftsführer der LanTech, der Herr Meixner, zu uns sprechen wird. Wir haben vor, den Zeitablaufplan bis etwa 16 Uhr heute durchzuführen. Ich freue mich über die Gäste sozusagen am Bildschirm. Wir werden hier live über YouTube entsprechend aufzeichnen. Jetzt aber übergebe ich das Wort an Christian Kutzer, unseren Gastgeber, den Geschäftsführer der FOC. Guten Tag, ich begrüße Sie hier im Hause FOC. Ehrlicherweise muss ich sagen, wir hatten eine Führung durch unser Gebäude, durch die Fertigung, durch die Entwicklungsabteilung geplant. Die Arbeit geht natürlich auch unter diesen Corona-Bedingungen bei uns im Hause weiter. Und wir wollten auf keinen Fall Ihnen vorenthalten, zu zeigen, wie denn in unserem Netzwerk verschiedene Firmen arbeiten, mit welchen Hardware und welchen Softwarewerkzeugen hier die entsprechend Ihnen dann auch vorgestellten Produkte hergestellt werden. Das ist nun leider aufgrund der aktuellen Situation so im ursprünglich geplanten Maßstab nicht möglich. Aus diesem Grunde, um Ihnen nicht vorzuenthalten, wie die Firma FOC aufgestellt ist, wie sie arbeitet, gibt es ein kleines Video, was zugeschnitten natürlich auf die Situation zeigen soll, wie das Unternehmen unter der Situation Corona arbeitet und zum zweiten Mal Ihnen auch hoffentlich einen kleinen Überblick geben kann, wie die Firma FOC aufgestellt ist. Wir starten jetzt das Video. FOC ist ein Hersteller von passiven optischen Komponenten für Daten- und Telekom-Übertragungsnetze. Diese Daten- und Telekom-Übertragungsnetze werden natürlich jetzt auf Herz und Nieren getestet und sind in der Corona-Krise von großer Bedeutung, um einfach die Kommunikation sicherzustellen. Für das Unternehmen FOC bedeutet das, wir sind ein Hersteller, der hier in Berlin-Adlershof in unserem neuen Gebäude die Komponenten produziert, dass wir den gesamten Logistikprozess natürlich den aktuellen Situationen anpassen müssen. Das bedeutet, hinsichtlich der Zulieferer haben wir unseren Lagerbestand deutlich erhöht. Hinsichtlich der Hygienemaßnahmen für die Mitarbeiter in der Produktion haben wir sehr umfangreiche Regeln erstellt, um sicherzustellen, dass das Infektionsrisiko zwischen den Mitarbeitern möglichst niedrig gehalten wird. Wir arbeiten in zwei Schichten. Die Schichten sind zeitlich auseinandergezogen. Wir können dank der großen Räumlichkeiten, die wir haben, die Abstandsregeln sehr gut umsetzen. Im Bürobereich ist es uns auch gelungen, jedes Büro nur mit einem Mitarbeiter zu besetzen. Und das ist die Situation, die der FOC momentan, was das Geschäft betrifft, sehr gut zu Gesicht steht. Das heißt, wir können unseren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Wir verzeichnen einen deutlich erhöhten Bedarf an Produkten und immer die Frage, sind Sie auch lieferfähig? Können Sie die Lieferterminen einhalten? Und das können wir mit Fug und Recht sagen, ist in der Firma FOC. Okay, ja. Ja, ein etwas ungewöhnliches Format heute, aber wir geben unser Bestes, dieses ja zum ersten Mal eine Online-Veranstaltung in dem Sinne zu machen. Ich möchte heute Monitoring für Industrie 4.0 vorstellen, was wir in einem Forschungsprojekt an einem Ergebnis quasi heraus sich kristallisiert hat und wir jetzt als Produkt vermarkten wollen. Da geht es, wie der Titel schon sagt, um Aufspüren, Dokumentieren und Bereinigen von Schwachstellen in Verwaltungs- und Produktionsnetzwerken. Auch ich möchte kurz was, ups, das ist schon die letzte Folie. Ich möchte kurz was zur
Firma sagen. Ich bin Geschäftsführer der Bremer Deko IT GmbH in Bremen natürlich. Systemintegrator und Softwarehaus sind wir. Wir bieten eine sehr ganzheitliche Herangehensweise an IT-Projekte an. Das heißt, wir beraten auf der einen Seite ganzheitlich und herstellerneutral. Wir setzen dann die Lösungen, die wir, sag ich mal, ja, herstellerneutral evaluiert haben, im Systemmanagement um bei den Kunden, optimieren die technischen Arbeitsabläufe, sind sehr fokussiert auf Open-Source-Lösungen, sind aber hauptsächlich fokussiert auf brauchbare Lösungen. Das heißt, wenn es Herstellerlösungen gibt, die sehr, sehr gut sind, dann nehmen wir die natürlich auch. Aber es gibt halt sehr viele Open-Source-Alternativen, die auch heute quasi auch de facto Standard sind. Da komme ich heute zum Beispiel noch zu. Dann haben wir eine eigene Softwareentwicklung, wo wir individuelle Entwicklungen machen, individuelle Anpassungen von Schnittstellen beispielsweise oder auch individuelle Lösungen entwickeln, an die Kundenbedürfnisse angepasst. Und was jetzt neu dazugekommen ist in den letzten Jahren, ist halt auch Produktentwicklung. Dann haben wir seit ja, nunmehr 20 Jahren IT-Forschungsprojekte bei uns im Portfolio. Das heißt, da gucken wir immer über den Tellerrand hinaus, versuchen neue Lösungen zu finden, neue Ideen, neue Innovationen. Und daraus werden dann, das ist der Plan, dann auch Produkte entwickelt, die dann eben halt auf diesen F&E-Projekten aufsetzen. Ja, steigen wir gleich ein in die Präsentation. Wir haben es heute mit zunehmenden Internetattacken zu tun. Datenklau, Spionage, Sabotage. Zwei Drittel der Industrie ist laut der Bitkom betroffen. Viele wissen gar nicht, dass sie betroffen sind. Einige haben es herausgefunden, hängt es aber nicht unbedingt an die große Glocke. Man spricht hier in dieser Studie von 11%, die nicht betroffen sind. Vielleicht sind sie doch betroffen, aber laut Studie eben halt wissen sie es nicht. Dann haben wir 69%, die betroffen sind und 20% vermutlich betroffen. Und ganz oben steht hier Diebstahl von IT- und Telekommunikationsgeräten. Social Engineering ist inzwischen relativ weit unten gelandet mit nur noch 16%. Das bedeutet, dass die technischen Maßnahmen, die wir heute haben, Verschlüsselungstrojaner, überhaupt Trojaner, die ins Netz kommen, anscheinend sehr, sehr wirksam sind. Das bedeutet, man muss nicht mehr sich ans Telefon hängen und versuchen, einen IT-Administrator davon zu überzeugen, dass er das Admin-Passwort herausgeben sollte oder den Geschäftsführer zu einer Überweisung überreden, sondern es werden jetzt schon sehr clevere, kluge Maßnahmen im ja, Automatisierungsbereich ja, umgesetzt, sodass eben halt die Diebe oder die Hacker sozusagen von außen nur noch kommen und eben halt relativ wenig dann über Social Engineering ja, versuchen, in das Unternehmen einzudringen. Das Kritischste dabei ist aus unserer Erfahrung heraus, wie wir es bei unseren Kunden erlebt haben, diese Verschlüsselungstrojaner, die erhebliche Schäden hervorrufen können, weil das quasi Erpressungssoftware ist, die dann quasi das gesamte Unternehmens, die gesamten Unternehmensdaten verschlüsselt. Das wiederherzustellen ist manchmal nicht besonders einfach. Man könnte jetzt sagen, okay, die Unternehmen haben ja wahrscheinlich ein Backup. Ja, meistens stellt sich in dem Moment heraus, wie gut das Backup eigentlich ist und im schlimmsten Fall ist das Backup leider auch verschlüsselt. Also das haben wir alle schon erlebt und wir haben auch schon erlebt, dass Kunden richtig viel Geld dafür bezahlen mussten, um ihre Daten wiederzubekommen. Also da, das heißt, hier haben wir zunehmende ja, Gefahren, die von außen auf die Unternehmen lauern und das ist ein Grund, warum wir ja, unter anderem das Scanbox-Projekt mal gegründet haben. Ja, aber natürlich hat es erste Gegenmaßnahmen in den Unternehmen von Anfang an gegeben. Vor 20 Jahren beispielsweise wurden erste Access-Kontrolllisten auf den Firewalls oder auf den Switchen eingerichtet. Statische Filter wurden eingerichtet. Aber man hat natürlich auch gemerkt, das lässt sich nicht pflegen. Ja, es wurden intelligentere Maßnahmen hinzugefügt, wie Stateful Inspection im Firewall-Bereich. Es wurden Application-Port-Firewalls hinzugenommen, die auch den Datenverkehr innerhalb der Firewall quasi analysieren. Also nicht nur einfach den Port aufmachen, sondern auch reingucken, was wird wirklich über diesen Port kommuniziert, was für Protokolle laufen ab.
Wenn wir jetzt aber in den Mittelstand gucken und schauen, was für Firewall-Lösungen haben wir heute hier, Application Ports oder sagen wir mal reine Portfilter, dann sind wir in den meisten Fällen bei den Portfiltern immer noch. Das heißt, wir gucken gar nicht rein, was da in den im Portbereich an Traffic passiert. Das bedeutet, irgendwelche Ports sind nach außen geöffnet. Das ist ganz logisch, sonst kann man nicht arbeiten. Und diese Ports können auch anderweitig genutzt werden. Ja, was man dann vor 10, 15 Jahren angefangen hat zu machen, ist sogenannte Intrusion Detection Systeme mit hinzuzunehmen. Das heißt, zu analysieren, was für Anomalien im internen Netz vielleicht auftreten, um herauszufinden, ja, was für Vorfälle haben wir eigentlich oder was für Schwachstellen gibt es im Netz. Da ist das Problem, dass diese Intrusion Detection Systeme A, sehr, sehr viele Daten sammeln und B, auch sehr, sehr viele Vorfälle generieren, also auch sogenannte False Positives. Das bedeutet, es werden Vorfälle generiert, die eigentlich gar keine Vorfälle sind oder keine Anomalien sind. Und der IT-Administrator muss jetzt diese ganzen Meldungen durchgehen. Das heißt, er muss erstmal überhaupt mit dem Intrusion Detection System klarkommen. Dann muss er aber auch in den Logmeldungen klarkommen und dann muss er quasi IT-Know-how im Sicherheitsbereich haben, um jetzt zu erkennen zu können, ist das eigentlich jetzt wirklich eine Warnmeldung, die wichtig ist oder nicht. Das hat dazu geführt, dass Intrusion Detection Systeme heute quasi kaum am Markt zu finden sind. Also große Unternehmen haben sie teilweise im Einsatz. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass sie einfach nur im Einsatz sind, aber es analysiert keiner. Weil eben halt auch da braucht man 1 bis 2 Leute dann, die sich damit beschäftigen permanent. Im Mittelstand einfach gar nicht möglich. Also A, vom Know-how nicht möglich und B, man hat auch gar nicht die Leute, um jetzt 1 oder 2 Leute abzustellen, die nur über IT-Sicherheit ja, Bescheid wissen und dann solche Dinge auch analysieren. Ja, und was heute Stand auf jeden Fall der Technik ist, Antiviren- und Anti-Spam-Systeme. Aber auch diese haben eine reine Mustererkennung. Das heißt, hier gibt es immer ein Hase- und Igel-Spiel. Gibt es einen neuen Virus, einen neuen Trojaner, muss also letztendlich der Hersteller erstmal diesen Schaden feststellen bei irgendeinem Kunden, muss dann einen sogenannten Pattern oder Muster schreiben und das dann wiederum auf seine Systeme verteilen, sodass die dann diesen Angriff wiederum nachspielen können. Beziehungsweise erkennen können. Das ist also ein reines Hase- und Igel-Spiel. Irgendjemand wird immer betroffen sein, weil eine neue Anomalie aufgetaucht ist, die keiner irgendwie berücksichtigt. Und dann werden die Antivirensysteme langsam schlauer und ja, filtern das sozusagen raus. Ja, hier nochmal Einsatz von Überwachungssystemen, was sich jetzt herauskristallisiert hat in den letzten 20 Jahren, kann man sagen. Vor 20 Jahren musste man noch sich ein bisschen den Mund fusselig reden, wenn man über Netzwerkmonitoring gesprochen hat. Das heißt, die IT-Administration wusste ungefähr, es läuft oder es läuft nicht. Das haben sie quasi an den Meldungen der ja, Mitarbeiter festgestellt. Das heißt, wenn irgendwo was nicht funktioniert hat, hat ein Mitarbeiter angerufen und hat gesagt, mein Rechner geht nicht. Dann ist der Administrator losgelaufen und hat sich das angeguckt vor Ort. Netzwerk-Monitoring-Systeme nehmen die gesamte Topologie des Netzes auf, stellen sie dar. Man kann sie auch zur Netzdokumentation hervorragend nutzen und man kann den Gesundheitszustand der Serversysteme nachvollziehen. Allerdings nur auf die Verfügbarkeit bezogen, nicht auf die IT-Sicherheit. Aber das ist ja schon mal ein großer Aspekt, dass man halt erstmal Bescheid weiß, wie sieht mein Netz überhaupt aus, was für Komponenten habe ich da drin und wie verfügbar sind die eigentlich? Kann ich alle Dienste wirklich nutzen, die ich habe? Der nächste Step war dann, die sogenannten NAC-Systeme einzuführen, Network Access Control. Das heißt, man führt quasi das ein, was man heute ganz normal ja, im normalen Leben sowieso schon hat. Man hat eine Haustür, die man verschließen kann und den Schlüssel haben halt nur bestimmte Personen des Unternehmens. So ähnlich ist das hier auch. Es wird hier ganz genau geguckt, welche Endgeräte habe ich eigentlich im Unternehmen, welche sind zugelassen, welche sind temporär nur vorhanden und was dürfen die eigentlich. Und wenn ein Endgerät sich nicht an die Regeln hält, die man festgelegt hat, dann wird es einfach ausgeschlossen. Und fremde Endgeräte werden gar nicht erst zugelassen.
Das heißt, es ist quasi, wenn man so will, eine Art Schlüsselsystem für das Unternehmen auf elektronischer Basis. Der nächste Evolutionsschritt ist dann Security Information und Event Management Systeme, die sogenannten SIEM-Systeme. Hier wird quasi so eine Art Monitoring gemacht wie im ersten Step, allerdings diesmal auf die Sicherheit bezogen. Das heißt, wir wollen wirklich wissen, wie sieht es um die IT-Sicherheit des Unternehmens aus. Wenn man heute Unternehmen fragt, die solche Systeme nicht im Einsatz haben, sagen die, ja, also eigentlich glaube ich ganz gut, weil wir haben keine Alarmmeldung festgestellt oder ja, keiner hat ein Virus oder keiner hat geschrien, dass er ein Virus hat. Aber man weiß nicht genau, wie viele Muster wurden eigentlich vom Antivirensystem erkannt. Hat er jetzt 4000 Angriffe abgewehrt oder hat er sich gelangweilt? Man weiß es nicht genau, man analysiert es nicht. Auch die Log-Informationen der Firewall und der VPN-Gateways und so weiter werden eigentlich nicht ausgewertet. Man kann das tun, aber die meisten tun es nicht, weil es auch sehr viel Zeit kostet und natürlich auch Speicherplatz beinhaltet. Ja, was ist ein SIEM nochmal in der Übersicht? Das sieht man hier ganz gut nochmal an der bildlichen Darstellung. Wir haben hier irgendein User-Interface, wo also der Administrator bzw. der Sicherheitsexperte drauf guckt. Er kriegt hier die Warnmeldung oder er kriegt die Reports angezeigt. Es gibt natürlich in irgendeiner Form eine Event-Datenbank. Diese Event-Datenbank sammelt quasi sämtliche, sämtliche Vorfälle, die es gibt, korreliert sie. Das heißt, es werden Log-Informationen von verschiedenen IT-Sicherheitskomponenten gesammelt und miteinander korreliert, sodass man dann herausfindet, nach dem Motto, jemand ist unbefugt ins WLAN gekommen, es gibt unbefugte Datenbankanmeldungsversuche, da muss wohl ein Vorfall, ein Sicherheitsvorfall vorhanden sein, was normale Systeme so gar nicht erkennen würden. Dann gibt es hier eine Auswertung, eine Policy-Auswertung, das heißt, es werden ja auch hier, wie beim NAC-System, Richtlinien definiert, was darf eigentlich passieren, was nicht. Und dann wird eben halt, wenn diese Auswertung besagt, das Regelwerk ist verletzt worden, wird eine Warnmeldung generiert. Das Ganze wird, wie gesagt, über verschiedene Endgeräte, Dienste, Infrastrukturkomponenten gemacht. Diese Logs müssen natürlich homogenisiert werden, die müssen gemappt werden und bereitgestellt werden. Und das ist auch so ein bisschen ein Problem, was es hier gibt, weil diese verschiedenen Endgeräte bzw. Sicherheitskomponenten sind meistens nicht vom gleichen Hersteller. Und die Hersteller sind meistens auch nicht gewillt, unbedingt eine Kooperation mit anderen Herstellern zu machen. Das heißt, was wir hier finden heute ist, es gibt jeder Sicherheitshersteller im größeren Stil, versucht hier eine homogene eigene Lösung für alles anzubieten. Wenn es dann noch andere Lösungen gibt von anderen Herstellern, werden die einfach nicht reingelassen. Ja, wie sieht das im Mittelstand aus? Wir sind ja sehr mittelstandsgetrieben bei der Deko IT GmbH. Wie sieht die Ausgangssituation im Mittelstand aus? Aktuell habe ich ja schon erwähnt, wir haben im Mittelstand nun mal das Problem, dass nicht ausreichend Fachpersonal zur Verfügung steht, die sich mit Bedrohungsszenarien oder Potenzialen auskennen. Das heißt, es wird im KMU-Bereich, im kleinen Mittelstandbereich, eigentlich mehr der universelle IT-Administrator gesucht, der sozusagen Ahnung von allem ein bisschen hat. Das heißt, er muss immer, wenn irgendwo Probleme auftreten, helfen können, bei der Telefonanlage, bei den Switchen, bei den Servern, bei den Storage-Einrichtungen, bei den Firewall-Systemen, bei den Netzwerksystemen und. Also eigentlich für eine Person nicht machbar. Gut, dann sagt der ein oder andere Mittelständler, haben wir halt zwei. Manchmal gibt es auch welche, die haben größere Teams, aber auch da ist es manchmal oder sehr häufig schwierig, einen IT-Sicherheitsexperten zu finden. Das heißt, IT-Sicherheit wird eigentlich im KMU-Bereich vernachlässigt. Ich höre ganz häufig den Satz nach dem Motto, ja, das ist wichtig, das brauchen wir, aber es ist ja noch nichts passiert. Wir müssen erstmal nicht investieren. das ist natürlich ein bisschen schwierig, denn wenn erstmal was passiert ist, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät oder es kann zu erheblichen Schäden führen. Was wir häufig sehen ist, State of the Art wird auf jeden Fall gemacht. Das heißt, man hat ein Firewall-System natürlich heute, man hat Antiviren- und Anti-Spam-Software, man hat VPN
Lösungen in irgendeiner Form, weil die Außendienstmitarbeiter auf die Firma zugreifen wollen. Aber das war es dann auch schon. Natürlich auch eine gewisse Access-Listen, die Regeln, die in den jeweiligen Routern vorhanden sind. Aber das ist der Stand der Technik. Monitoring ist Gott sei Dank immer mehr gekommen, sodass man wenigstens Informationen über das Netzwerk hat und was sozusagen da drin passiert. Aber wie das um die IT-Sicherheit bestellt ist, sag ich mal, wird hier nicht gemonitort, sondern es geht hier hauptsächlich, und das ist für den Mittelständler am wichtigsten, um die Verfügbarkeit. Das ist auch ein ganz wesentlicher Anforderungsaspekt von Produktionsnetzen. Die müssen nicht sicher sein, sie müssen verfügbar sein. Ein Widerspruch in sich eigentlich, denn wenn sie nicht sicher sind, sind sie auch nicht verfügbar. Aber so wird halt argumentiert, sagen wir mal so. Jetzt haben wir Gott sei Dank oder auch nicht so schön für einige, halt auch die Gesetzesgeber, die regularische Vorgaben immer mehr machen. Es gibt das Sicherheitsgesetz 2.0 inzwischen, gerade für kritische Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. Und es werden immer mehr Vorgaben gemacht, dass IT-Sicherheit dokumentiert vorgelegt werden muss. Und das bedeutet, dass man im Ranking zum Beispiel sinken kann, wenn man die Sicherheitsstandards vernachlässigt oder eben halt andere Probleme dann bekommt. Ja. Wenn man den Schwenk zur Produktionsumgebung macht, kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, was die IT-Sicherheit angeht. Hier sprechen wir von Komponenten, die für 10, 20, 30 Jahre Betrieb ausgelegt sind. Das heißt, wir haben hier es mit wesentlich älterer Soft- und Hardware zu tun. Und diese Hardware und Software war gekapselt früher in einem eigenen Netz. Jetzt haben die Hersteller sich gesagt, im Produktionsumfeld, das Internet ist eine tolle Sache. Wir brauchen nicht mehr den Wartungstechniker vor Ort zu schicken, wir machen das einfach remote. Wir wollen gerne einen Fernwartungszugang haben. Was zur Folge hatte, dass alle Produktionskomponenten inzwischen eine Internetverbindung benötigen. Auf einmal wird dieses geschlossene Netz geöffnet, aber es ist gar nicht vorbereitet für diese Öffnung. Das heißt, wir haben hier letztendlich, wenn wir das in normale Büroumgebung damit vergleichen, ungefähr 10 Jahre der Technik, die hinterherhinkt. Das heißt, wir haben hier teilweise mit Windows XP-Betriebssystem zu tun. Wir haben mit veraltetem Serversystem zu tun. 2008 ist keine Seltenheit, Windows 2008 beispielsweise. Und wir haben es mit Embedded-Systemen zu tun, die eben halt auch 20 Jahre schon im Einsatz sind und die man gar nicht so richtig einzeln absichern kann. Also eine ganz andere Anforderung an der Stelle. Ja, deshalb hat uns das umgetrieben und wir haben sozusagen den Scanbox-Lösungsansatz mit den Projektpartnern TechUTech und Technische Hochschule Brandenburg umgesetzt oder angegangen sind wir den. Wir wollten in diesem Forschungsprojekt, was wir initiiert haben, eine Sicherheitsanalyse schaffen, die out of the box funktioniert. Also quasi wirklich eine Appliance oder eine Box, wenn man so will, die man in das Unternehmen stellt und die dann automatisiert dieses Unternehmen auf IT-Sicherheit untersucht. Das heißt, der Anwender oder der Administrator muss erstmal keine Vorkenntnisse haben. Er kriegt Analysen aufbereitet umgesetzt. Er kann die Risiken des Unternehmens sofort einschätzen, weil auch eine Risikobewertung automatisch von dem System gemacht werden soll. Je nachdem, wie tief der Benutzer drinsteckt, kriegt er anhand verschiedener Kompetenzlevel eine bestimmte Handlungsempfehlung, die er verstehen kann. Also er muss nicht Log-Informationen verarbeiten, er muss Vorfälle verarbeiten und kriegt eine praktische Handlungsempfehlung daraus. Und die Erhöhung des Sicherheitsniveaus in KMUs wurde dadurch angestrebt durch das Projekt und natürlich auch, dass man das besser dokumentiert. Ein Einsatz oder die Einsatzszenarien, die möglich sind, sind hier mal aufgemalt. Wir haben hier die Scanbox in verschiedenen Netzen. Wir haben einmal die in der Serverumgebung, wir haben sie einmal in der Büroumgebung, wir haben sie einmal in der Produktionsumgebung. Das sind durchaus relevante Szenarien, die man machen könnte. Das heißt, wir können die Scanbox so einrichten, dass sie nur für Produktionsumgebung funktioniert, dass sie aber auch im Office-Bereich genutzt werden kann und dass sie auch nur zur Absicherung von verschiedenen Serversystemen eingesetzt wird.
Das heißt, wir können quasi, und das war auch eine Zielsetzung des Projektes, eine Trennung von Office- und Produktionsumgebung machen. Wir können verschiedene Netzwerksegmente prüfen und mehrere Scanbox-Systeme können auch kombiniert werden. Ja, das Ganze ist auf der Projektseite www.scanbox-projekt.de nachzulesen. Die Partner, die News, Veröffentlichungen, die wir bis dahin gemacht haben. Und ja, ganz kurz nochmal zum Projekt selber. Startete 2018 im Mai und endete jetzt im Juli diesen Jahres. Die Partner habe ich schon erwähnt, die Deko-IT GmbH aus Bremen, die Telcotech GmbH aus Berlin und die Technische Hochschule aus Brandenburg. Wir hatten aber auch interessante assoziierte Partner dabei. Und zwar hatten wir einen aus der kritischen Unternehmensecke dabei, die Hansewasser in Bremen, als Anwendungspartner, der uns sehr, sehr wichtige, wertvolle Informationen und Tipps gegeben hat, aus der Anwendung heraus oder aus der Praxis heraus. Und wir haben HFC Human Factors Consult GmbH mit drin gehabt, um auch in Richtung Usability was machen zu können. Was sehr, sehr schön geklappt hat in dem Projekt war, dass wir sogar eine erste Performance- und Interoperabilitätstest in richtigen Netzen machen konnten. Das heißt, wir konnten innerhalb von 4 bis 6 Wochen bei der Hansewasser in Bremen sowohl das Büronetz einmal testen, wie auch das Produktionsnetz, und zwar die Live-Umgebung. Also keine Testumgebung, sondern wirklich live. Das war sehr, sehr schön. Und das hat uns sehr, sehr viele Daten gebracht und auch für die Entwicklung war das später wichtig, weil wir wussten dann, was wir sozusagen an der Stelle an Vorfällen sammeln können, was sehen wir überhaupt, was für Datenvolumen kommt zustande, reicht die Performance und so weiter. War also eine sehr wichtige Geschichte. Ja, daraus ist jetzt quasi die Scanbox 3000 entstanden, wobei das erstmal nur der Arbeitstitel ist. Wir haben uns das erstmal so vorgestellt, dass wir halt eine Scanbox 2000 oder Scanbox 4000 Appliance haben. Wichtig ist dabei, auf der einen Seite soll der Kunde natürlich diese Box einfach bekommen und soll sie im Netz implementieren und automatisiert soll sie loslegen. Aber trotzdem brauchen wir ein kleines Vorprojekt an dieser Stelle, weil wir wissen ja nicht, was für IP-Netze hat der Kunde. Wir wissen nicht, was für Netzsegmente gescannt werden sollen, was für Geräte er im Einsatz hat, welche Szenarien er haben möchte. Geht schon damit los, Produktionsumfeld darf nicht aktiv gescannt werden. Das heißt, da müsste man den aktiven Scanner ausschalten und müsste sagen, nur passive Scans möglich. Das geht mit der Scanbox und diese Sachen müssen im Vorfeld abgeklärt werden. Dann wird sozusagen das Gerät ausgeliefert mit den entsprechenden Unternehmenshanddaten und dann kann es losgehen. Die Grundeinrichtung ist dann drauf. Wir haben ein Linux-Betriebssystem drauf, CentOS-Basis. Wir haben dann die Software-Komponenten, die zum Analysieren notwendig sind, drauf. Und wir haben eine sogenannte SIEM-GUI drauf, eine grafische Benutzeroberfläche, um die Vorfälle und die Handlungsempfehlungen ablesen zu können. Ja, und das Ganze lebt von den Szenarien. Also gedacht ist es so, dass je mehr Szenarien der Kunde haben möchte, beziehungsweise er sich ausdenkt, die wichtig sein können, je mehr die dann auch implementiert werden, desto besser kann das System arbeiten, desto intelligenter wird es. Aktuell haben wir schon eine ganze Menge Szenarien drin. Das geht los mit Definition von Kommunikationsregeln, zeitliche Einschränkungen, wann kommunizieren bestimmte Host-Netze miteinander, beispielsweise wenn wir den Netzwerk-Traffic analysieren, muss klar sein, wenn es zu großen Backups kommt beispielsweise, ist das normal für das Netz, dass das Netz, sag ich mal, von der Performance eingeschränkt ist oder sehr hochgradig belastet ist. Wenn es aber gerade kein Backup gibt und es passiert trotzdem am Wochenende eine Netzlast, dann muss auch klar sein, hier ist nicht eine Anomalie vor. Also muss quasi definiert werden, wie sind die Kommunikationsregeln im Unternehmen. Wir können Windows Event Logs oder Syslogs analysieren. Es gibt eine Integritätsüberwachung, die auch ganz schick ist, dass man also gucken kann auf bestimmten Serversystemen, haben sich bestimmte Systemdateien geändert, die sich nie ändern dürfen. Dann gibt es einen Alarm an der Stelle. Dann Erkennung von fehlgeschlagenen SSH-Logins, wo man also versucht, irgendwie auf das System zu kommen.
Das Schöne war, an dem Hansewasser-Test, den wir gemacht haben, haben wir genau diese SSH-Logins auch herausgefunden. Das waren nämlich unsere eigenen. Das war das Schöne. Verwundbarkeitsscans natürlich, das wären dann aktive Scans. Dann Malware-Erkennung in der Netzkommunikation, dass auch immer geguckt wird, liegen Viren vor in irgendeiner Form, die bekannt sind. Dann Login-Versuche auf Serversysteme, wenn das zu viel werden. Erkennen von neuer Netzwerkverbindung und erkennen neuer Protokolle im Netz. Wobei das letzte ist noch so, sag ich mal, ein bisschen Work in Progress, weil erkennen neuer Protokolle müsste man ja erstmal definieren, welche denn überhaupt relevant sind oder erkannt werden dürfen oder können. Grundsätzlich, wie eben erwähnt, es lassen sich beliebige neue Szenarien implementieren. Es hängt vom Kunden ab, was er für Anforderungen hat. Und wenn es neue Anforderungen gibt, wollen wir sie auch implementieren, sodass die Funktionalität immer weiter wächst. Ja, wie sieht es jetzt mit der Funktionalität aus? Wir haben erstmal Sensoren, die im Netzwerk- und Serverbereich Daten sammeln. Die Daten werden in einer Datenbank gesammelt, sie werden korreliert, sie werden ausgewertet und es werden reale Vorfälle daraus generiert. Das heißt, es wird jetzt nicht der Datenboost von, sagen wir mal, 140 Gigabyte 1:1 dargestellt und sämtliche Logs als Vorfall generiert, sondern beispielsweise in diesen Tests, die wir gemacht haben, sind halt zum Beispiel ungefähr innerhalb von 4 Wochen 100 Vorfälle daraus generiert worden. Das heißt, 100 Vorfälle, die man sich angucken sollte. Von den 100 waren allerdings auch nicht alle hohes Risiko. Das heißt, da gab es vielleicht 5 mit hohem Risiko. Das heißt, man hatte innerhalb von 1,5 Monaten sich 5 Vorfälle anzugucken, die erhöhtes Risiko haben. Das ist, denke ich, auf jeden Fall zu schaffen für jeden Administrator. Es wird hier eine Zuordnung passieren. Aktuell passiert das, Vorfälle werden nach sogenannten CVE-Schwachstellen zugeordnet. Das ist eine Datenbank, die die Hersteller mit eigenen Schwachstellen füttern. Das heißt, wenn Microsoft eine Schwachstelle hat, wird das da quasi dokumentiert. Wenn Linux eine Schwachstelle hat, da auch. Und dann wird eben halt auch, kann halt schon anhand der Schwachstelle erkannt werden, was für ein Risiko liegt eigentlich vor. Daraus gibt es dann eine Handlungsempfehlung, die dann zum Beispiel heißen kann, schaltet das System bitte ab, es ist nicht gepatcht worden, als Beispiel. Oder schließt es aus dem Netz aus. Die Risikobewertung findet permanent statt. Wir haben hier ein integriertes Ticketsystem mit implementiert, wo die Vorfälle bearbeitet werden können. Das heißt, ich sehe, wer die bearbeitet, wer hat den Vorfall übernommen und ist der erledigt, dieser Vorfall. Ja, und das Ganze geht halt für IT- oder OT-Umgebung. Voraussetzung, wir brauchen natürlich irgendwie einen Zugang zum Netz. In diesem Fall ein Switch-Mirror-Port ist wichtig für die Netzüberwachung. Und ein Switch-Mirror-Port ist natürlich auch mit sehr viel Traffic verbunden. Das heißt, man kann sich vorstellen, man würde einen Core-Switch nehmen, wo sehr viele Unternehmensdaten hin und her fließen. Dann hat der Mirror-Port eine ganze Menge zu tun. Das heißt, man muss sich auch hier dediziert überlegen, welches Netzsegment möchte ich eigentlich wirklich mir angucken. Ich kann nicht alles angucken, sondern dediziert, welches Netzsegment. Könnte man zum Beispiel für Serversysteme, die in der DMZ für den öffentlichen Betrieb dargelegt oder präsentiert werden, könnte man da zum Beispiel eine Scanbox hinsetzen, weil da dürfen ja von außen Leute drauf auf die Systeme und da kann auf jeden Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit mal irgendwas passieren. Wäre eine Variante, dann hätte man ein Netzsegment, was man da genau anguckt. Ja, da müssen die Regeln konfiguriert werden und die Szenarien und dann kann es losgehen. Das Ganze sieht so aus, dass wir hier auch so ein Tacho haben auf der rechten Seite, wo die Bedrohungsstufe dargestellt wird. Wir haben jetzt zweimal die Lösung bereits auf der ITSA vorgestellt in Nürnberg. Und jedes Mal fanden gerade, sag ich mal, aus dem Kritis-Bereich die Unternehmen diesen Tacho sehr interessant. Weil wenn der Tacho Richtung Rot geht, wissen sie, jetzt müssen wir was tun. Und das kennen solche Unternehmen, weil die sehr viel mit diesen Anzeigen arbeiten. Das heißt, man guckt gar nicht so sehr hier auf die Risikoklasse und den Status und wie viele Tickets habe ich eigentlich oder Vorfälle, sondern man guckt eigentlich in erster Linie erstmal auf den Tacho, sieht auch grün als grünen Bereich,
muss ich jetzt erstmal die niedriges Risiko, die Vorfälle muss ich mir jetzt erstmal nicht angucken, außer ich habe Langeweile gehabt. Ja, dann kann ich hier Schwachstellen-Scanner aktiv oder passiv schalten und ich kann letztendlich hier immer nachvollziehen durch das Ticketsystem, wer hat eigentlich diesen Vorfall übernommen, wer hat ihn bearbeitet. Das Ganze sieht dann in der Vorfallauflistung so aus. Wir haben hier beispielsweise eine Compliance-Verletzung durch eine Schwachstelle auf einem Endgerät, was mit seiner jeweiligen MAC-Adresse dargestellt wird. Das ist bei uns im Testlabor sozusagen eine MAC-Adresse, die wir mal für diesen Zweck umgesetzt haben. Und daraufhin wird dann halt gesagt, ist ein Risiko 1, ist also sehr niedrig, weil Risiko 10 wäre sehr hoch. Und man sieht hier, das ist neu, die sind schon in Bearbeitung. Das heißt, da muss nichts gemacht werden. Hier sind auch welche abgeschlossen worden. Wenn man dann reingeht in die Details, dann kann man hier die Vorfallsbeschreibung sehen. Da wird dann halt auf eine Schwachstelle CVE 2011 3192 geschlossen, die seit 30 Tagen nicht behoben worden ist. Also wird hier empfohlen, das Endgerät aus dem Netz zu nehmen. Allgemeine Patch-Level-Verletzung liegt hier also vor. Das ist dann die Handlungsempfehlung. Das muss der IT-Administrator nicht machen, aber er kann es. Und dann könnte er diesen Status schließen und sagen, ja, ist erstmal, das Endgerät ist erstmal abgeschaltet. Es gibt durch Scanbox aber noch eine weitere Komponente, das sogenannte Reporting. Uns war es auch wichtig, dass wir quasi den Unternehmen dann ein Reporting an die Hand geben. Das kann eine PDF-Ausgabe beispielsweise sein oder online, wo man nachträglich die Daten, die man gesammelt hat, analysieren kann und darstellen kann. In verschiedenen Varianten ist das möglich. Also der Traffic wird hier zum Beispiel in Spitzen, in Peaks angezeigt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier Balkendiagramme umzusetzen. Das lässt sich individuell einstellen und so kann man halt wirklich genau gucken, was ist da eigentlich mit meinen Daten passiert. Die SIEM-GUI ist quasi die Echtzeitanalyse und die direkte Vorfallsbeschreibung. Und das Reporting ist quasi eine nachträgliche Analyse, was ist im letzten Monat beispielsweise mit meinem Unternehmensnetz so passiert, was ist da gelaufen. Und diese Daten, da muss man dann halt auch mal drüber reden mit dem Kunden, können nicht endlos lange gespeichert werden. Das hängt vom Speicherplatz natürlich ab, wie lange man die vorhalten kann. Man könnte überlegen, ob man jetzt monatlich zum Beispiel so einen Report archiviert und dann erstmal wieder die Scanbox freimacht und sagt, alle Risiken sind gelöst, kann wieder frisch anfangen. Ansonsten wird sie irgendwann volllaufen oder man braucht mehr Storage extern, den man dazu schaltet. Ja, das heißt, bei der Umsetzung, wenn wir so ein Projekt angehen, brauchen wir eine Datenvolumensgrenze an der Stelle. Wie viel Speicherplatz brauchen wir einfach auf der Appliance, um das zwischenzuspeichern? Oder gibt es eine externe Storage-Einheit, die man dann nehmen kann, wo wir das Archiv hinschieben können? Das muss natürlich dann individuell geklärt werden. Dafür ist dieses Pro-Projekt wichtig. Auch welche Netze überhaupt überwacht werden sollen, wie eben schon erklärt. Und ja, dann anhand dieser gesammelten Infos vom Kunden wird dann die Scanbox ausgeliefert. Der Support kann dann per E-Mail oder Servicevertrag erfolgen, wie man es haben möchte. Und das Ganze kann entweder kontinuierlich genutzt werden oder einfach mal einen Monat lang. Auch das ist natürlich möglich. Also man könnte sagen, wir gucken mal uns diesen Monat einfach mal an, wie es jetzt aussieht. Aber wir wollen das nicht das ganze Jahr über machen. Das ist dann sind zu viele Daten. Das könnte man dann auch überlegen. Oder man hat sie halt kontinuierlich und löscht die Daten immer wieder in bestimmten Abständen. Ja, die Kosten sind, sag ich mal, aus meiner Sicht überschaubar. Wir haben hier auch eine gewisse Skalierbarkeit eingebaut, das heißt bis zu 50 virtuelle Maschinen, bis zu 150, bis zu 250 virtuelle Maschinen. Je mehr man überwachen möchte, desto mehr Performance braucht man natürlich und desto mehr Daten hat man auch. So, und dann gibt es halt erstmal die Hardware-Appliance von Telcotech, die ja, bezahlt werden muss, Geld kostet, die auch eine gewisse Maintenance beinhaltet. Dann gibt es die Software, die von uns kommt, von unserer Seite aus, das Vorprojekt, was gemacht werden muss, die Vorbereitung, die Auslieferung. Und dann kann man halt eine Software-Maintenance
wie auch die Hardware-Maintenance quasi mit dazu buchen, um die Software auf dem neuesten Stand zu halten. Denn wenn jetzt zum Beispiel ein neues Szenario von einem anderen Unternehmen dazukommt, könnte man über die Maintenance einfach dieses Szenario dazuladen. Also man könnte quasi immer wieder durch Updates die Box intelligenter machen. Ja, und was wir auch sehr gerne anbieten, was aber nicht notwendig ist, wenn man es nicht braucht, ist ein Servicevertrag. Dann hätte man direkt Ansprechpartner, mit dem man dann Support, von dem man Support bekommen kann, die verfügbar sind am Telefon und die auch remote auf das System sich notfalls schalten können, wenn es denn gewollt und gewünscht ist. Ja, zusammengefasst. Die Scambox ermöglicht es erstmal, dass das interne Netz auf Schwachstellen analysiert werden kann. Und dabei wird dann halt zwischen Büronetzen und Produktionsnetzen unterschieden. Das heißt, wir können hier aktive Scans deaktivieren. Wir können nur passiv scannen. Das heißt, wir lauschen einfach nur ins Netz und machen erstmal gar nichts aktiv. Wir können aber auch aktiv Scans auf bestimmte Server- oder Endgerätesysteme aktivieren, losschicken. Die Funktionalität wächst dann durch die unterstützten Szenarien. Weiterentwicklungen werden durch den Maintenance-Vertrag dann kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dafür braucht man aber die Maintenance. Und es wird quasi eine Echtzeitanalyse ermöglicht und eine Offline-Analyse. Das heißt, man kann in Echtzeit gucken, was für Risiken habe ich aktuell in meinem Unternehmen. Man kann aber auch später das Reporting nutzen, um dann zu gucken, was ist in den letzten Monaten passiert. Ja, und die Namensgebung Scambox ist bei uns momentan noch ein Arbeitstitel, weil wir sie wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen so noch nicht verwenden können dürfen. Es gibt ähnliche Produkte am Markt, die so ähnlich heißen. Deshalb ist das noch Work in Progress. Dementsprechend gibt es auch noch keine Herstellerseite oder Landingpage, wo man ein bisschen mehr Informationen zu bekommen kann. Deshalb muss ich erstmal noch auf die Projektwebseite verweisen. Und wenn wir den Namen haben, dann gibt es auch die entsprechende Seite und dann gibt es auch mehr Informationen dazu. Schönen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zum zweiten Vortrag unserer Veranstaltung, dem Thema Monitoring von Lichtwellenleiterstrecken für diejenigen, die zum Start unserer Veranstaltung noch nicht dabei sein konnten. Dann möchte ich mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Kutzer, ich bin der Geschäftsführer der Firma FVC. Wir haben uns heute hier getroffen zu einer Veranstaltung im Rahmen unseres Forschungsnetzwerkes, nachdem wir den ersten Vortrag gehört hatten, der sich insbesondere mit der Analyse der Datenströme beschäftigt, möchte ich im zweiten Vortrag dieses Tages darauf hinweisen, dass natürlich auch die passive Infrastruktur ein Teil des Datenübertragungssystems ist und ich möchte einfach Sie mitnehmen auf einem Weg dahin, mal die Übertragungshardware von den Kabeln, von den Verteileinrichtungen und ähnlichen Sachen mal zu untersuchen auf den Fakt hin, wie sicher und mit welchen Verwundbarkeitsstellen haben wir es denn zu tun, wenn wir ein solches Netz errichtet haben. Die Firma FOC nochmal ganz kurz im Überblick. Das Unternehmen FOC ist als GmbH im Jahre 1993 gegründet worden, damals zur Herstellung und dem Verkauf von optischen Schmelzkopplern. Das sind diese Teile, mit denen man vollkommen passiv entweder Wellenlängen oder Datenströme teilen können, aufsplitten können. Im Jahre 2002 erfolgte dann der Kauf des Diamond Sales and Service Centers. Dieses Unternehmen Diamond ist ein Schweizer Unternehmen, was insbesondere in dem Bereich der Glasfasersteckverbinder für Backbone-Applikationen sehr aktiv ist. Wir haben im Jahre 2007 zusammen mit Forschungseinrichtungen und anderen KMUs hier im Bereich Berlin-Brandenburg ein Projekt zur weiteren Integration von passiven optischen Komponenten gestartet.
Die Zielrichtung oder die Blickrichtung dieses Projekts war es einfach, die Komponenten deutlich zu verkleinern und zum anderen möglichst keine zusätzlichen Bauelemente zu kreieren, sondern bestehende Bauelemente, Steckverbinder, Filter, Ähnliches aufzurüsten, um sie dann mit mehreren Funktionen im Netz betreiben zu können. Dann im Jahre 2008 sind wir mit dem Unternehmen hier nach Adlershof in den Vista Park gezogen. 2010 erfolgte schon der Start der Produktionslinie Lilix. Mit Lilix bezeichnen wir die Komponenten, die im Startjahr 2007 entwickelt wurden. Ein ganz besonderer Hintergrund besteht da. Ein Großteil der Lilix-Bauelemente basieren nicht auf Glassubstraten oder auf Siliziumsubstraten, sondern hier setzen wir Kunststoffe, Polymere ein. Im Jahre 2014, basierend natürlich auch auf diesen Lilix-Bauelementen, konnten wir dann ein erstes Monitoring-System installieren, und schauen wir in das Jahr 2020, befinden wir uns jetzt in unserem neuen Büro- und Produktionskomplex. Die Technologien, die wir heute betreiben, sind bei der Komponentenherstellung die Konfektionierung von Einzel- und Mehrfasersteckverbindern, Verteilsysteme für Innen- und Outdoor-Einsatz, Filter-, Splittermodule und komplette FTTX-Systemlösungen. Wir haben heute 54 Angestellte, 4 nationale und 12 internationale Verkaufsbüros. Jetzt scheint es ja so zu sein, die Firma FOC ist ein Komponentenhersteller. Was hat das jetzt mit Monitoring oder Netzsicherheit zu tun? Die Firma FOC, wie gesagt, gegründet 1993, ist ein Hersteller von passiven optischen Komponenten. Aber im Unternehmen wird auch die Messsoftware, Produktionssteuerungssoftware entwickelt. Und im Jahre 2010 sind wir von den Kunden, die wir beliefern, mit einer für uns damals gar nicht genau identifizierbaren Frage konfrontiert worden. Die Kunden kamen, insbesondere Kunden, was wir heute wissen, die kritische Netzinfrastrukturen betreiben, kamen mit der Frage, ja, wissen Sie, wir müssen jetzt uns hinsichtlich der Netz- und Übertragungssicherheit auf ein anderes, höheres Niveau kommen, und Firma FOC, was könnt ihr uns dazu anbieten, respektive können wir da einen gemeinsamen Weg gehen? Damals sehr einfache Frage, natürlich Übertragungssicherheit ist an die Qualität der Bauelemente gebunden, die dürfen nicht ausfallen und ähnliche Sachen. Also wir sind da auf sehr gutem Weg, wir sind ISO 9000 zertifiziert, wir haben ein wirklich entwickeltes, durchgehendes Qualitätssicherungssystem. Ja, man merkt ja, wenn man dann mit dem Kunden redet, das weiß er schon, aber er hat eine andere Problematik. Und die andere Problematik war eben, dass die Übertragungssicherheit nicht nur auf den physischen Ausfall des Elements fokussiert war, sondern Übertragungssicherheit bedeutete eben auch Fremdzugriffe, normale technologische Verschlechterungen der Bauelemente mit zu erkennen. An dieser Schiene stellten wir relativ schnell fest, wir reklamieren für uns, dass wir die Elemente gut kennen, dass wir Netzstrukturen gut kennen, aber die dynamische Überwachung, das Monitoring solcher Netzelemente, das war doch ein ganz neuer Punkt. Aus diesem Grund gründeten wir 2010 ein Schwesterunternehmen, das Unternehmen CFS GmbH, welches seinen Firmensitz hier in Berlin auch hat. Und dieses Unternehmen orientiert sich eben an der Integration und dem Rollout von kompletten Systemen zu Projekten hin. Das Thema kritische Infrastruktur sozusagen ist ja in verschiedenen Zeiten verschieden auf dem Radar oder Monitor gewesen. Ich denke einfach, dass der Betrieb auf diesen Netzen für kritische Infrastruktur, ohne jetzt zu sagen, ja, das ist keine, das ist doch kritische Infrastruktur, wenn wir einfach mit den bekannten Schlagworten unserer Zeit agieren, Industrie 4.0, Internet der Dinge oder ähnliche Sachen, dann glaube ich, gibt es wenig Dissens darüber, dass die Übertragungssicherheit der Daten einen ganz, ganz neuen Stellenwert bekommt.
sicherlich eine sehr, sehr einfache und platte Geschichte ist. Wenn wir denn in die Richtung des autonomen Fahrens gehen, dann wäre es sicherlich sehr unvorteilhaft, wenn einfach irgendwelche Stationen im Fahrzeug-Fahrzeug-Dialog entlang der Straßen ihre Funktion einstellen oder wenn extern darauf zugegriffen werden kann. Im Bereich der, denke ich doch für allen, sehr fassbaren kritischen Infrastrukturen, Versorgung, Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Elektrizität, Strom hatte ich ja schon, da gibt es natürlich ganz andere Szenarien, die man auch als Nicht-Eingeweihter sich doch wirklich nur unter in ganz schrecklichen Farben vorstellt. Und wenn man an dieser Stelle sagt, ja, welche Bedrohung oder welche Unsicherheit besteht dann? Dann haben wir versucht, einfach mal zu sagen, naja, die grundsätzliche Frage ist es, die Informationen müssen sicher übertragen werden. Ja, was torpediert denn die Sicherheit? Es kann der Diebstahl von Daten sein, es kann das Einspeisen zusätzlicher Daten sein, die gar nicht in das Netz reingehören, es kann eine schlechte Montage sein, es kann die Attackierung des Netzes durch Baumaßnahmen, ähnliche Sachen sein. Es kann aber auch gerade hier in Berlin eine leidvoll zur Kenntnis genommene Situation, dass einfach durch Anschläge und Vandalismus Übertragungswege angegriffen werden und dann, viele Berliner kennen das, durch Brandanschläge dann, weiß ich nicht, eine Woche lang bestimmte S-Bahn-Strecken einfach nicht nutzbar sind. Und dieses, oh, das ist jetzt alleine schon ein bisschen weitergegangen, Entschuldigung. Und diese Situation, die sollte natürlich gemonitort werden und an der Stelle, dass ein Angriff oder ein Antasten der Anlage oder eine Verschlechterung der Übertragungseigenschaften möglichst schnell erkannt werden, um schnell Abhilfe zu tun. Wir haben es hier, es gibt bestimmte Service Level Agreements, die müssen eingehalten werden, die müssen dokumentiert werden. Schnelle Lokalisierung von, ich habe es mal genannt, Faserbeeinträchtigungen, die auf unterschiedlichste Art und Weise passieren können. Und letztendlich auch die Frage begleitende Installation, Wartungsvorschritte, Fortschritte, laufende Überwachung der Netzperformance und ähnliche Sachen. Aus unserer Sicht die Frage, was hat denn so ein Monitoring-System zu leisten, was sollte es denn leisten? Aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig, dass wir ein permanentes End-to-End-Monitoring aller Fasern gewährleisten müssen. Monitoring als Technologie ist jetzt kein ganz neuer Hut. Monitoring-Systeme gab es auch schon in den 90er Jahren. Muss man ja sagen, des vergangenen Jahrhunderts. Diese Monitoring-Systeme waren aber im Wesentlichen darauf ausgerichtet, auf einer Referenzfaser in einem Kabel, ja, eine Referenzsituation in diesem Kabel zu überwachen. Die Anforderung, die wir heute sicherlich bei höchstfaserigen Kabeln haben, bei teilweise auch vermieteten Kabeln, Dark-Fiber-Geschäft und ähnliches, dass einfach derjenige, der die Kabelnetzanlage betreibt, der dafür verantwortlich ist, dass der Übertragungskanal sicher funktioniert, dass er zu allen Fasern zu jeder Zeit eine Aussage machen sollte und können muss. Wir haben es hier nochmal genannt, getrennte Verantwortlichkeiten, Netzbetreiber, Dienste, Betreiber, Dienste, Anbieter. In dieser Schiene sollte auch ein System so nutzbar sein, dass sozusagen jeder zu seinem letztendlich Verantwortungsbereich aussagekräftig ist. Die erheblichen Investitionen zum Aufbau von Infrastrukturen, die sollten natürlich erstmal geschützt sein und natürlich auch die Frage, ja, wie lange ist denn so eine Glasfaserstrecke in dem Zustand, wie sie mal errichtet wurde? Darüber gibt es ja die tollsten Spekulationen. Ja, das hält bestimmt 20, 30 Jahre, bis, naja, also da ist mal eine Strecke aufgebaut worden und da waren die ersten Muffen schon reparaturbedürftig nach 3 bis 5 Jahren. Diese teilweise auch polemisch geführte Diskussion, die treibt uns gar nicht, sondern uns treibt die Frage, wie kann man denn sehr schnell erkennen, in welchem physischen Zustand sich die Übertragungsanlage befindet.
Die entsprechenden Themen, denke ich, sind für alle Zuhörer und Zuschauer relativ bekannt, dass es Glasfaserkabel gibt, die durch Leerrohre verlegt wurden, welche, die im Erdreich verlegt worden sind. Die Frage, wie identifiziere ich, wie lokalisiere ich diese Beschädigung, wie lokalisiere ich in einem 124-faserigen Kabel oder noch wesentlich höheren Faserzahlen, ist das gesamte Kabel geschädigt, sind nur einige Fasern beschädigt. Das sind alles Fragen, die natürlich dann auch sehr kostenintensiv in die Identifikation und Vorbereitung einer Reparatur einfließen. Oftmals wird gesagt, ja, wir haben schon ein Netzwerkmanagement, weil die Aktivtechnik an diesem Netzwerk, die kommuniziert ja und die stellt schon fest, dass sich der Übertragungszustand verändert. Korrekt. Ich denke, heute gibt es fast niemanden mehr, der ein größeres Netzwerk betreibt ohne ein Netzwerkmanagementsystem. Die Frage, die sich nur stellt, welche Schlussfolgerung treffe ich, wenn Endgerät A und Endgerät B nicht mehr kommunizieren miteinander? Im einfachsten Fall, jetzt sicherlich im Endverbrauchersituation, hat einer vielleicht den Stecker gezogen? Ist da der Strom ausgefallen? Ist da, weiß ich nicht, eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Cola, ein Glas Cola umgekippt? Diese Fragen lassen sich mit dem Dialog der Endgeräte in der Regel nicht beantworten. Die nächste Frage ist auch, wenn wir denn die ja sehr oft anzutreffende Trennung zwischen Kabelanlage und Endgeräten haben. Der Endgerätebetreiber stellt fest, kein Dialog. Was macht der Betreiber der Kabelanlage? Er kann sich ja eigentlich nicht in den eigentlich laufenden Datenstrom einschalten. Das heißt, die entsprechende Eingrenzung der Fehlerszenarien ist bei einem ganz normalen Netzwerk relativ kompliziert. Da gibt es eine relativ einfache physikalische Basisidee. Wir haben mal hier schemenhaft oder beispielhaft ein Netz dargestellt. Wir haben im Central Office eine Aktivtechnik, die bei den hochgradig verwendeten drei Wellenlängen, respektive natürlich aber auch optisch transparent, im Bereich bis 1625 Nanometer funktioniert. Diese Aktivtechnik kommuniziert miteinander. Die Idee beruht jetzt darauf, durch ein wellenlängenselektives Bauelement, ein Multiplexer, eine Wellenlänge von 1650 Nanometer in die Faser parallel einzukoppeln. Bei der Übertragungstechnik ist ja und im Glasfaserbereich die wunderbare Situation, dass ich n verschiedene Wellenlängen gemischt miteinander übertragen kann und sie mischen sich nicht. Das Problem ist einfach nur auf der Empfängerseite. Der Empfänger würde, alle Empfänger arbeiten breitbandig, auch meine Messwellenlänge mit empfangen. Das darf natürlich nicht passieren. Aus diesem Grund haben wir einen Reflektor entwickelt, der nahezu 100% der eingespeisten zusätzlichen Wellenlänge reflektiert. Das heißt, der Empfänger des Endgerätes ist geschützt. Dieser Reflektor wirkt als Endpunkt oder Demarkationspunkt und wirft das eingespeiste Messsignal zurück, welches dann bekannte OTDR-Technik als ein Peak sichtbar ist. Das ist die Grundidee, die einfach von vornherein zeigt, es ist vollkommen für dieses System unwichtig, ob ich es aktiv beschaltet habe, welche Dienste darüber laufen. Ich habe keine Störung des Datenverkehrs. Die Wellenlänge von 1650 Nanometer ist im ITU-Raster für Monitoring und ähnliche Sachen reserviert. Das heißt, niemand auf der Welt stellt Übertragungsgeräte her, die im Bereich 1625 bis 1675 Nanometer arbeiten. Das heißt, sie schneiden ihrem Datenverkehr keine Ressourcen weg. Diese Messung, weil sie unabhängig von Beschaltung des Systems läuft, kann im Prinzip oder kann ganz normal 7/24 oder 24/7
automatisch laufen. Dieser Reflektor, ich gehe nochmal zurück, der ja vor dem, am Ende der Strecke respektive vor dem aktiven Gerät sitzen muss, ist eine sehr, sehr kleine, fast trägerlose Filterscheibe, die in bestehende Bauelemente eingesetzt werden kann. Das heißt, wir können in jeden Glasfaserstecker, jedweden Standard, ob es E2000 SC oder LC ist, einen solchen Reflektor einsetzen. Dieser Reflektor ist nicht auf der Stirnfläche, wo er ja doch relativ gefährdet sein würde, sondern er befindet sich in der Ferrule. Das heißt, ein Stecker als solches ist von außen erstmal nicht zu erkennen, hat er einen Reflektor drin oder hat er keinen Reflektor drin. Das heißt, man kann sich ein Szenario vorstellen, ich gehe nochmal zurück, dass dieser Reflektor zum Beispiel in einer Wandauslassdose sitzt. Man kann sich ein Szenario vorstellen, dass dieser, also den Pigtail der Wandauslassdose, man kann sich das Szenario vorstellen, dass das letzte Patchcord einen solchen Reflektor in einem Stecker hat. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass ich so einen Pluggable Attenuator nehme, den eben nicht als Dämpfungsglied nutze, sondern ihn quasi mit 0 dB Durchgangsdämpfung habe und in diesen Attenuator einen solchen Reflektor einsetze, dann habe ich quasi ein zusätzliches Element. Ich kann es auch in solche kleinen Röhrchen reintun, dass ich es an anderen Demarkationspunkten im Netz installieren kann. Erwartungshaltung, natürlich Permanent- und Bedarfsmessung, parallel zum Betrieb, schnelle Fehlereingrenzung, Abgrenzung von Zuständigkeiten, auch Erkennung schleichender Streckenalterung und volle Kontrolle der Infrastruktur unabhängig von Aktivbeschaltung. Wenn ich jetzt sage, dass ich die Zeit einfach der Referenzfaser als überholt ansetze, dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist es denn möglich, in viele parallel laufende Fasern ein Messsignal einzukoppeln und es quasi gleichzeitig auszuwerten. Die Grundtechnologie bereits erläutert, ich speise meine Messwellenlänge ein. Und das System wäre natürlich ganz wunderbar, wenn ich jetzt mit einem 1 auf N Splitter in alle abgehenden Fasern oder Kanäle oder Endpunkte mein Messsignal parallel einspeisen könnte. Tue ich das, ohne einen Reflektor einzusetzen, zeigt sich diese OTDR-Kurve. Ich kann bis zum Splitter das Netz monitoren und nach dem Splitter läuft einfach mein Signal in die Sättigung. Das heißt, nach dem Aufsplitten habe ich keine Signalerkennung mehr. Setzt man Reflektoren ein und Sie sehen den Unterschied sofort im OTDR-Signal, ein Reflektor mit einer Reflektivität nahe 100%, das heißt über 95% Reflexion, ist durch konventionelle OTDR-Messung erkennbar. Das heißt, ich splitte mein Messsignal auf, führe es parallel in mein System ein und am Ende jeder Faser, bei den Endteilnehmern, bei entsprechenden Maschinen, bei Sensorpunkten, bei ähnlichen Punkten, zeigt sich ein korrespondierender Reflex. Diese Reflexe sind eindeutig zuordnenbar, weil ein OTDR mir zwei Grundaussagen liefert. Grundaussage 1, eine Entfernungsmessung. Grundaussage 2, eine Reflexionshöhe oder eine Reflexionsstärke. Das heißt also, mein OTDR empfängt Reflexe von jedem Reflektor, die natürlich unterschiedlich hoch sind, bedingt durch Streckenlänge, Streckenqualität, ähnliche Sachen. Die zweite Situation ist, dass diese Reflektoren in der Regel alle unterschiedlich weit vom Messgerät entfernt sind. Das heißt also, die normale streckenmäßige Auflösung eines OTDRs von 50 cm bis 1 Meter ermöglicht es mir, alle Reflektoren zu erkennen, die eine Differenz der Entfernung
von ungefähr 50 Zentimetern vom OTDR haben. Das heißt, ich baue mir ein System auf, speise an einer Stelle einmal meine Wellenlänge ein, führe es über einen passiven Splitter und führe mein Messsignal in alle Fasern gleichzeitig ein. Und in einem normalen OTDR-Messzyklus von ca. 15, 20 Sekunden habe ich ein eindeutiges Bild und eine eindeutige Zuordnung aller Reflektoren. Schauen wir mal in die Applikationsszenarien hinein. Ich habe hier im Central Office eine RTU, Remote Test Unit, speise über WDMs in verschiedene, zum Beispiel 1 auf 16 PON-Strukturen ein. Ich speise in dem Moment in diese PON-Struktur ein und alle 16 Endteilnehmer, hier mal ein bisschen aufgesplittet, senden mir entsprechende Reflexe, ausgelöst durch die Reflektoren, zurück. Das heißt, mit einer einzigen Messung kann ich sofort ein komplettes, hier 1 auf 16, kann auch 1 auf 32, 1 auf 64, Netzwerk komplett scannen. Es ist ein End-to-End-Scan, wo ich vom Messgerät bis zum Reflektor parallel und sofort eine Auswertung habe und einen automatischen Vergleich natürlich hin zum Footprint, das heißt zu der Situation, wo ich meine Erstmessung habe. Das gesamte System ist so aufgebaut, wir haben einen sogenannten Element Manager, der die Messabläufe steuert, der Messkurven interpretiert und der Messdaten archiviert und letztendlich dann auch voreingestellt Meldungen generieren können. Das ist die Situation, wenn wir zum Beispiel PON-Netzwerkstrukturen monitoren wollen. Haben wir keine PON-Netzwerkstrukturen, dann auch dann ist ein solches System von Vorteil. Warum ist es von Vorteil? Ich habe zum Beispiel eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einer hohen Anzahl von Fasern und könnte jetzt nach konventionellem System jede Faser mit einer einzelnen OTDR-Messung prüfen. Hätte hier dann einen optischen Schalter, der mir im, weiß ich nicht, Halbminuten-Raster die Fasern durchschaltet. Es ist eine sehr einfache Aufgabe, wie lange ich dann im Prinzip Blindflug habe, wenn ich ein Kabel von, weiß ich nicht, 200, 300, 400 Fasern habe und im Halbminuten-Raster die Fasern durchschalte und möglicherweise ganz verschiedene Kunden und ganz verschiedene Dienste drauf habe. Setzen wir die beschriebene Technologie ein, habe ich hier vorne einen Splitter 1 auf N, nämlich Anzahl der Fasern, setze hinten auch bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung entsprechende Reflektoren in die letzten Stecker ein, dann gelingt es mir, alle Fasern eines Kabels innerhalb der OTDR-Messzeit zu monitoren. Die Weiterverarbeitung, eben wie erläutert, Messabläufe werden gesteuert, Interpretation der Messkurven, Archivierung der Messdaten, Generieren von entsprechenden Alarm- oder Servicemeldungen. Das heißt, das gesamte Messverfahren beruht darauf, dass ich durch Einsatz dieser Reflektoren, die in einem Stecker, in einer Ferrule sein kann, gleichzeitig parallel sehr viele Fasern monitoren kann. An dieser Stelle ist nochmal, ich sprach vorhin von verschiedenen Demarkationspunkten. Wenn ich ein Glasfasernetzwerk habe, habe ich hier mein Carrier- oder Backbone-Netzwerk, habe dann hier mein POP-Vermittlungsstelle, Central Office, wie auch immer ich es bezeichnen möchte, gehe dann auf meinen Kabelverzweiger, habe dann Anschluss Linientechnik, Teilnehmer, Teilnehmer, Endgerät. Im Wesentlichen sind die Netze heute so aufgebaut und ich kann einfach mit diesem Monitoring-System aus dem Central Office oder dem POP heraus das Monitoring entweder bis zum KVZ, bis zum Hausübergabepunkt oder bis in die Wohnung oder bis zum Endanschluss aufbauen. Das heißt, je nachdem, wie mein Glasfaserfortschritt im Netz sich entwickelt, kann ich die Punkte monitoren.
Man kann die Frage auch anders herumstellen, wenn es hier unterschiedliche Trägerschaften oder Zuständigkeiten gibt, kann ich sagen, das ist vielleicht Netzbetreiber 1, das ist vielleicht Netzbetreiber 2 und das zum Beispiel vom Innenhaus bis in die Wohnung ist eine Angelegenheit der Wohnungswirtschaft. Und auch dort ist es möglich, kaskadiert bis zu bestimmten Punkten ein Monitoring-System aufzusetzen, dass man sofort im Bilde ist, an welchem Netzsegment haben wir ein Problem? Und die zweite Frage, wer ist dafür zuständig? Kommen wir ganz kurz zu den Funktionsblöcken. Die Software, die wir in unserem Element Manager haben, wir haben sie Flip oder FlipS genannt, das ist also das Monitoring-System und die Software zur Steuerung der Messvorgänge. Diese RTU, Remote Test Unit, ist ein automatisches OTDR-System mit einem innen eingebauten optischen Switch, dass wir sowohl das End-to-End als auch das ortsaufgelöste Monitoring machen können. Netzwerkanbindung zum Einmessen während der Installation, Messung der Überwachung und Ähnlichem. An dieser Stelle muss man sagen, theoretisch ist jedes OTDR dafür geeignet, aber da wir ja einen Betrieb 724 haben wollen, sind normale Feld-OTDRs dafür nicht ausgerüstet und ausgelegt, sodass es also hier quasi die Industrieausführung eines OTDRs ist. Wir nennen die nächste Baugruppe PIM, Parallel Interface Modul. Das ist also ein Splitter zur Aufteilung der Messsignale, um eben bis in einem Cluster 64 Fasern innerhalb eines Messzykluses zu überwachen. Das SIM, Serial Interface Modul, ist ein aktiver optischer Schalter, der das RTU-Signal im Fehlerfall auf die Faser schaltet, die eine Anomalie zu verzeichnen hat. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Monitoring-System, ich denke, Sie haben es erkannt, um zwei Technologien handelt, die miteinander zur kompletten Überwachung oder zum kompletten Scan des Systems eingesetzt werden. Wir haben die End-to-End-Überwachung, alle Fasern parallel im 30-Sekunden, kleiner 30-Sekunden-Rhythmus. Bei den Fasern, wo ein Fehlerfall existiert, wird dann das Messsignal auf eine Faser geschaltet und dann kann ich zu einer Ortsauflösung kommen. Dann CAG, Connect or Assembly Group, dieses System oder diese Baugruppe, eine passive Baugruppe, ist diese, wo das Messsignal mit dem Carrier-Signal zusammengebracht wird. Das ist also eine WDM-Baugruppe. Wir haben es hier nochmal in der Blockdarstellung, das Monitoring. Wir haben das Netzwerk-Management-System, Ankopplung über SNMP. Wir haben hier unsere Flip-Software. Wir haben hier unsere RTU, Einkopplung der Messwellenlänge, die Multiplexer-Baugruppe, wir haben das Backbone-Signal, wir haben das Messsignal-Übertragung bis zum Reflektor. Wenn wir denn eine Ortsauflösung haben wollen, koppeln wir ein zweites Messsignal an dieser Stelle ein und können jede Faser, die eine Anomalie bringt, auch ortsaufgelöst monitoren. Die nächsten beiden Folien möchte ich nur begrenzt erklären, weil sie doch ziemlich tief gehen. Wir haben für Sie hier mal Betriebsszenarien aufgestellt. Das ist ein paralleles Monitoring vom KVZ ohne Fehlerlokalisation. Das heißt, Zielrichtung hier sehr schnell parallel alle Fasern zu überwachen, ohne im ersten Messzyklus den Fehlerort herauszufinden. Dann haben wir auch, das ist hier bis zum KVZ oder das ist bis zum Endkunden durch den KVZ hindurch. Wenn wir die Fehlerlokalisierung brauchen, aus meiner Sicht oder Erfahrung heute in Telekommunikationsnetzen nur bei Groß- oder Schwerpunktkunden genommen, dann kopple ich das Messsignal an dieser Stelle nochmal so ein, dass ich es auf einzelne Fasern raufbringen kann.
Wir haben ein kaskadiertes Monitoring. Wozu das kaskadierte Monitoring? Ich hatte ja zu Beginn meines Vortrages schon gesagt, die Phase als solche ist natürlich von allergrößtem Interesse, aber es gibt ja auch im öffentlich zugänglichen Bereich entsprechende KVZs, Verteilergehäuse und ähnliches. Und dort ist natürlich bereits das Öffnen der Türen, wenn es denn nicht in einem Service-Zeitslot passiert, schon eine Anomalie respektive ein möglicher Angriff oder eine mögliche Störung. Aus diesem Grund ist es eben möglich, das Messsignal durch entsprechende Koppler zu 10% auszukoppeln und durch entsprechende Schwerlastschalter oder ja, Schalter, passive optische Schalter, als Türkontakt laufen zu lassen. Welche Teile brauchen wir? Nochmal als Bild, das ist die RTU, das ist die PIM, also die Parallelbaugruppe, das sind hier die entsprechenden Filterbaugruppen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Reflektoren entweder in eine Dose mit einzubauen, in das letzte Pigtail. Hier sehen Sie entsprechende Bilder, um eben vollkommen stromlos einen Schalter zu haben, der auf keine zusätzliche Faser angewiesen ist, sondern auf einer normal ohnehin im Betrieb befindlichen Faser aufgesetzt werden kann, mit dem detektiert werden kann, ob entsprechende Schachtdeckel, Türen und ähnliches geöffnet werden. Wir haben hier für Sie Applikationen gezeigt, ein Schwerlastschalter bei einem entsprechenden Manhole, also bei einem Schacht, in dem sich entsprechende Muffen und ähnliche Sachen befinden. In dem Moment, wo der Schachtdeckel geöffnet wird, spricht dieser Schalter an. Auch die Frage, ja, was hier, ich habe ja eben berichtet, dass der Messzyklus circa 15 bis 20 Sekunden ist. Was ist denn, wenn jemand zufälligerweise den Deckel aufreißt und sofort den Betätigungshebel wieder runterbringt? In diesem Schalter befindet sich eine Verzögerungseinrichtung, das heißt, in dem Moment, wo der Schalter einmal auslöst, ist er auch dann durch sofortiges Niederdrücken einfach nicht wieder in den Ursprungszustand zurückzubringen. Das heißt also, diese Verzögerungsmechanik drin stellt den Schalter mindestens für 5 Minuten in den Öffnungszustand, sodass also es nicht vorstellbar ist, diesen Schalter irgendwie mechanisch zu überbrücken. Sie sehen selbst, in diesem Schacht gibt es keinen Strom, es gibt keine Batterien, es gibt ausschließlich optische Fasern und dieser Schalter, in diesem Schalter ist eben auch ein Lilix-Reflektor drin, der eben entsprechend gesteuert wird und im geöffneten Zustand dann einfach vom System verschwindet. Wir haben hier, Sie kennen sicherlich die Konstellation, ein Grundgestell von einem KVZ. Auch an der Stelle ist es oft so, dass diese Dinger angefahren werden oder auch dann leicht zur Seite kippen. Dann gibt es Stress auf die entsprechenden Faserbündchen. Und somit kann ich eben die Lagefeststellung bei solchen Systemen durch so ein einfaches, vollkommen passives Teil machen. Dann der Schalter für Türen zum Öffnen von KVZ-Schränken, auch anderen Türen, die vielleicht nicht zur Glasfaserverteiltechnik oder zu Glasfaserverteilsystemen gehören. Ich habe also hier wieder einen entsprechenden grauen Kasten, der mit einem entsprechenden Betätigungsschalter oder einem Betätigungshebel versehen ist, sodass ich dann also, wenn ich ihn genau einsetze, detektieren kann, ob entsprechende Türen, Tore, Deckel oder ähnliche Sachen geöffnet werden. Das ist natürlich auch möglich bei entsprechenden Schächten, die über 2, 3 oder 4 Deckel verfügen, entweder verschiedene mechanische Systeme einzubauen oder dann entsprechend auch 4 Schalter einzusetzen. Das ist also nochmal zusammengefasst. Sie sehen ja diese mehr oder weniger beliebten grauen Kisten hier. Schutz gegen unbefugtes Betreten, Öffnen, Neigen, auch der Einbau eines Feuchtigkeits- oder Flutungssensors ist möglich und vorhanden. Und das Einzige, was notwendig ist, ist einfach die optische Infrastruktur. Nochmal die Eigenschaften dieser passiven optischen Sensoren. Wir haben ein komplett autonomes Arbeitsprinzip.
Wir können es über kundenspezifische Netzwerkmanagementsysteme darstellen. Wir sind unabhängig vom Stromnetz, keine Batterien, ähnliches. Das heißt also, durch entsprechende Technologien sind also, weil es sich um keine Funktechnologie handelt, auch keine Störungen aufprägbar. Wir haben eine komplett mechanische Lösung, was auch in bestimmten Bereichen den Explosionsschutz ermöglicht, also die Respektierung des Explosionsschutzes. Wir können auch robuste Anwendungen, also Schwerlastschalter, Schwerlastschwimmer aufbauen. Es ist für jede Struktur Punkt zu Mehrpunkt nutzbar. Schalter können in Serie eingebaut werden, also das heißt, ich brauche nur eine beschaltete oder unbeschaltete Faser und sie laufen mindestens 10 Jahre wartungsfrei. Jetzt ist solch ein hochtechnisches System natürlich für alle von großem Interesse, die dann möglichst Wartungsarbeiten daran durchführen müssen. Aber die Frage ist ja, man geht ja normalerweise davon aus, dass ein System normal läuft. Und dieser Philosophie haben wir uns auch verschrieben, dass wir gesagt haben, wir bringen ein Darstellungssystem, was GIS-basierend ist. In diesem Darstellungssystem sind alle Linien, Fasern, Ähnlichem. Hier ist es erstmal als Linie aufgebaut und durch entsprechendes Draufklicken kann ich dann im Fiber-Management-System mich bis zu den einzelnen Fasern hinabbewegen. Und wir sehen, alle Fasern sind im Normalbetrieb. Erfolgt jetzt eine Störung im System, dann sehen wir auf der ersten Schiene, die Farbe ändert sich. Dort haben wir, ähnlich wie vorhin bei dem anderen System, gezeigt ein unterschiedliches Farb- oder Ampelsystem, sodass wir also den Grad der Störung anhand der Farbe sehen können. Und gleichzeitig detektiert das System automatisch ein Trouble-Ticket. Das heißt, welcher Fehler, welcher Endpunkt, das heißt, welche Faser ist betroffen, die entsprechenden Daten zur Faser, die entsprechenden Daten zum Messcluster. Diese Information kann automatisch zum entsprechenden Serviceunternehmen weitergeleitet werden und das System ermöglicht es mir, extern remote auf das System zuzugreifen, zum Beispiel von der Servicefirma, und für diese speziellen Fasern oder diese ausgewiesene Fehlerursache extern remote nochmal nachzumessen. Das heißt, eine Messung on demand auszuführen. Das gesamte Schema des Systems ist hier nochmal sicherlich etwas sehr grob dargestellt. Wir haben also hier unser Flip-System mit der entsprechenden Software und die Linien, die gemessen werden können. Von diesen Flip-Systemen können wir eine sehr große Anzahl als Messcluster installieren. Das heißt also auch großflächig Landes- oder internationale Netze können mit diesem System gemonitort werden. Über eine entsprechende sichere Schnittstelle des Herstellers Telcotec werden diese Daten dann zu einer Frontend-Software übertragen. Normalerweise läuft diese Frontend-Software im Netzwerkmanagement-Center. Diese Frontend-Software ist dann in der Lage, mit anderen Systemen, Netzwerkmanagementsystemen von Aktivtechnik, ähnlichen Sachen zusammenzuarbeiten, Schnittstelle über SNMP. Und wir haben die Möglichkeit, dieses Frontend dann von diesem Frontend verschiedene Messcluster zu steuern. Und gleichzeitig werden die entsprechenden Informationen zu dem von mir eben gezeigten GIS-basierenden System weitergeleitet. Das heißt, am Ende verfügt der Nutzer über ein System, welches verschiedene Messcluster hinsichtlich der Faser und, ich sag mal, Verteiltechnik, Gehäuseüberwachung, dass die einfach gemonitort werden. Ich kann diese über eine sichere Verbindung, diese vielen Systeme, über eine sichere Verbindung an ein Frontend-System die Informationen weiterleiten, hinsichtlich auch der Frage, was passiert, wenn einzelne Cluster ausfallen,
wenn die Gerättechnik ausfällt, wenn die Verbindung als solche ausfällt, was passiert mit den Daten, wie wird es gespeichert, wann kann ich welche abholen, wo muss ich wirklich die Massendatenspeicher vorhalten. All diese Fragestellungen werden durch das Frontend beantwortet, respektive gesteuert. Wir haben den Dialog zu existierenden Systemen. Auch gibt es eine ganze Reihe von Netzwerken, die schon entsprechende GIS-basierende Systeme haben. Auch dort ist eine Weitergabe der Daten möglich. Sodass also wir das Netz, das Messsystem als einzelnes Cluster haben, sie die Cluster zusammenführen können und dann entsprechende Bausteine entweder dazu packen können oder auch gar nicht benötigen, wenn sie über entsprechende andere Systeme verfügen. Und am Ende natürlich auch durch das Frontend gesteuert, das Alarmsystem, das heißt das Aussenden einfach der Informationen, an welcher Stelle es sich um welches Problem handelt. Das Fazit, wir sind der Überzeugung, Glasfaserausbau wird uns in den sehr langen nächsten Jahren weiter begleiten. Die Komplexität zwischen Netzbetreibern, Diensteanbietern wird ansteigen. Der Schutz der Infrastruktur wird mit der Bedeutung der übertragenen Signale zunehmen müssen. Die Bandbreite wird zunehmen, was wir heute noch gar nicht überschauen können. Und wir brauchen automatische Systeme, und da kann ich mich eigentlich nur dem Vortrag meines Vorredners anschließen, die die Anomalien aufnehmen, die eine Vorprüfung machen und die die Archivierung von Messdaten können. Wir brauchen eine schnelle Fehlereingrenzung und Abgrenzung von Zuständigkeiten. Auch da, dieses scheinen alles Dinge zu sein, die eigentlich gar keinen technischen Background haben. Und ich denke, als Praktiker wissen wir alle, wie man ein Kabel oder eine Faser oder eine Muffe repariert. Das ist wohl relativ einfach und das ist relativ klar, wie lange das dauert und ähnliches. Aber die Frage erstmal dahin zu kommen, wer ist denn dafür zuständig? Wen muss ich denn dahin schicken? Welches Equipment muss ich dem denn mitgeben? Ist eine Faser oder das ganze Kabel kaputt? Diese Fragen sind, wenn ich sie denn bloß durch einmal hinfahren kläre, naja, schon ein sehr großer Kostenblock. Wir haben natürlich eine ortsgenaue Lokalisierung, um dann entsprechend den Fehler an der Stelle auch wirklich zu finden, wo er sich befindet. Wir brauchen Schutz gegen unbefugtes Betreten, Öffnen, Neigen, Überfluten und so weiter und so fort der optisch basierenden Infrastruktur. Wir haben dieses komplett autonome Arbeitsprinzip und wir haben dieses Monitoring parallel zum Betrieb, aber natürlich auch bei Redundanzkabeln. Und jetzt will ich nicht den alten Witz vom Reservereifen nochmal zum Besten geben. Wenn man es dann braucht, dann stellt man einfach fest, ah ja, vor 3 oder 5 oder 7 oder wie vielen Jahren haben wir da mal ein Kabel verlegt und das ist wunderbar und man kann die Messprotokolle rausziehen, aber am Ende des Tages nützt ein Umschalten gar nichts, weil das Kabel nicht im funktionsfähigen Zustand ist. Wir haben eine, sage ich mal, offene Schnittstelle zu Netzwerkmanagementsystem auf SNMP-Basis, sodass wir also eigentlich gut gesagt mit allen existierenden Systemen zusammenarbeiten können, respektive im umgekehrten Zustand auch existierende kleine Systeme mit an unser System mit anklemmen können. Die Schnittstelle zu einem Geoinformationssystem basiert auch auf deutscher respektive europäischer Software, sodass wir also da auch der Meinung sind, weltweit das ohne bestehende oder aufkommende oder mögliche Restriktionen weiter zu verkaufen können und am Ende des Tages einfach eine hoffentlich Sicherheit für Sie oder ein Versprechen. Sie erhalten eine Gesamtlösung aus einer Hand, die startet auf dem Know-how zur Funktion der einzelnen passiven Bauelemente, die weiterhin darauf basiert, dass wir seit über 20, 25 Jahren passive Komponenten in Netze integrieren, dass wir eine Software dort zum Einsatz bringen, die Flip-Software, die im Wesentlichen auch mit anderer Hardware, wenn Sie vielleicht schon stationäre OTDRs haben, zusammenarbeiten kann und durch die dann auch zur Verfügung gestellte Frontend-Software es Ihnen ermöglicht, auch große
Netze oder weit auseinanderliegende Punkte mit zu monitoren. An dieser Stelle hoffe ich, dass es einige sehr interessante Punkte für Sie gab, dass eben insbesondere auch der Ansatz, dass wir sagen, ja, wir schauen natürlich auf die Fasern, aber wir können eben auch sowohl Türen, Deckel und Ähnliches, die direkt zum System gehören, mit monitoren oder überwachen. Andererseits ist es natürlich auch möglich, vollkommen übertragungsnetzfremde Geräte, weiß ich nicht, große Platten, weiß ich nicht, Türe von Wehren, Schleusen, elektrisch große Schalter und ähnliche Sachen, dort die Funktion mit zu überwachen, ohne dass ich dort ein spezielles zusätzliches System mit aufsetzen muss. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Günther Meixner. Ich bin der Geschäftsführer der Lantech GmbH, einer kleinen Gruppe, Lantech Group, im Norden von Bayern, genau in Klingenberg. Wir sind ein Systemhaus, machen, ja, wie der Slogan sagt, Working with Lean IT. Das heißt, wir versuchen, Systeme so zu gestalten, dass sie einfach transparent für den Enduser sind, für den Kunden, für den Bediener sind, egal wie komplex sie im Hintergrund sind. Gegründet wurde die Firma 95, das heißt, wir sind schon etwas länger auf dem Markt, machen verschiedene Sektoren, wie zum Beispiel auch Software Development. Wir haben Industrial Ethernet mit im Boot, sind hier auch weltweit teilweise Marktführer mit Bahnapplikationen. Was bieten wir komplett? Natürlich 24x7 Service quer durch Deutschland, Europa, Netzwerk aktiv, Infrastruktur, Multitier, Blackbox-Systeme, Trennung von Services und so weiter. Das ist alles im Portfolio drin, genauso wie verschiedene sonstigen Infrastruktur- und Netzwerkleistungen. Was wir heute machen wollen, ist aber eine Sicht auf bestimmtes Datenhandling. Datenhandling in Bezug auf Daten, Sensordaten zum Beispiel. Was macht man damit? Wie kann man IoT für die Zukunft sinnvoll verbinden? Wie kann man Berichtswesen dranhängen, das auch revisionssicher gestaltet ist, dass eine automatische Übertragbarkeit gewährleistet, eine sichere Dokumentation, eine revisionssichere Dokumentation gewährleistet, ohne eine riesen Infrastruktur aufbauen zu müssen. Wir haben verschiedene Softwareprojekte realisiert. Dazu gehört zum einen eine sogenannte Base-App. Das ist ein Universal-Workflow-Server zur Realisierung von beliebigen digitalisierten Geschäftsabläufen. Wir haben die DocSecBox, das ist die Document-Secure-Box, auf die werden wir gleich näher eingehen. Die dient zur sicheren Verwaltung und Verteilung wirklich sensibler Dokumente, die komplett verschlüsselt abgelegt werden, inklusive Rechte-Management- und Mandantenfähigkeit. Die Sensorbox, auch das ist ein Thema, auf das wir gleich noch kommen werden. Das ist eine Sensor-Analyze-Box. Sie sehen, wir nennen das meiste am Schluss als Box. Das soll auch so sein wie eine Art Blackbox. Das heißt, den Anwender muss es nicht interessieren, was ist da für eine Datenbank hinten dran, wie funktioniert das Ganze, sondern alles ist über sogenannte APIs, Application Programming Interfaces, angebunden, sodass man von anderen Programmen sicher darauf zugreifen kann und einfach darauf zugreifen kann, ohne zu wissen, was im Hintergrund funktioniert. Auch die ist Rechte-Management, hat natürlich integriert und mandantenfähig. Passwort Storage ist ein weiteres Thema, das zukünftig immer mehr kommt. Eine zentrale Komplettverwaltung, rollenbasiert, von Passwörtern, hochsensiblen Passwörtern, die abgespeichert werden können, die auf Benutzer zugeteilt werden können mit entsprechenden Rollen, Kunden und so weiter und Applikationen, sodass hier auch eine komplette Bereitstellung stattfindet. Kommen wir zur DocSecBox, zu dieser Document Secure Box. Was ist das überhaupt? Weshalb ist diese überhaupt entstanden? Nun, wenn wir uns die Probleme mal anschauen, die bislang existieren von Datenverteilung, von Dokumentenverteilung, dann ist es so, egal ob jetzt
wer es ist, also ob es Rechtsanwälte sind, ob es Ärzte sind, ob es Kommunen sind oder was auch immer, spielt keine Rolle. Wir stellen damit eine sichere Verwaltung von sensibler Dokumente bereit. Die ist komplett DSGVO-konform, sicher, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung optional pro Benutzer. Das heißt, kann man ein- und ausschalten. Wir können über diese DocSec-Box zum Beispiel als Applikation auch im Gesundheitswesen Stati vergeben und somit zum Beispiel Testergebnisse zur Verfügung stellen, zum Beispiel mit Corona. Corona-Testergebnisse, die hier beliebigen Personen zur Verfügung gestellt werden können. Vollständiger API-Zugriff, nachweisbar, revisionssicheres Management. Ein wichtiger Punkt, auch zentrales Management von Updates. Auch das ist ein Thema, man muss nicht mehr aktiv darauf zugehen, sondern die Updates werden automatisiert angezeigt und der Systemadministrator kann dann einfach entscheiden mit dem Knopfdruck, ja, jetzt möchte ich installieren oder ich möchte nicht installieren. Auch alles andere, der Zugriff über Webbrowser, ist komplett systemunabhängig. Das heißt, wir haben kein Frontend, das irgendwo auf irgendein bestimmtes Release oder ein bestimmtes Betriebssystem angewiesen ist. Klar, der Browser muss ein moderner Browser sein. Er kann nicht irgendwo von 2010 mit XP laufen, sondern muss ein bisschen mehr können. Aber komplett unabhängig, dadurch natürlich auch ortsunabhängig, weil eine Webseite können Sie überall aufrufen. Fast überall. Natürlich nur da, wo sie nicht beschränkt ist. Die Dokumente, die Sie ablegen, sind verschlüsselt abgelegt und zwar nicht auf dem Filesystem, sondern in der Datenbank und da komplett verschlüsselt und zwar kaskadiert verschlüsselt, also doppelt. Die Schlüssel liegen natürlich komplett verteilt irgendwo anders. Das heißt, ein Klauen der Datenbank ist zwar möglich, aber Sie können nichts damit anfangen, weil Sie es nie entschlüsseln können. Jeder ist erreichbar, schnell und auch ein Punkt, es muss nachweisbar sein. Das heißt, wir protokollieren komplett mit jeden einzelnen Zugriff, ob ein Download von wem wann auf die Sekunde genau stattgefunden hat. Downloads kann man auch sperren. Somit kann man pro Dokument ein Nachweisprotokoll sich ausdrucken lassen, für Notare zum Beispiel ideal, die dann genau wissen, wer von meinen Empfängern hat denn überhaupt gelesen. Einfach zu bedienen, letztlich nichts anderes, ähnlich zu bedienen wie ein Webshop. In einen Webshop kann praktisch jeder gehen. Es ist eine Anmeldung, mehr nicht. Und darin gibt es bestimmte Rechte, die man ausüben kann. Und dementsprechend ist es einfach. Status zum Dokument ist frei zuordnenbar, zum Beispiel Corona-Test bestanden, also negativ oder positiv oder andere Dinge. Pro Ordner kann man beliebige Stati selbst festlegen. Auch mit farblicher Kennzeichnung dann. Was ist denn bisher das Problem eigentlich? Entstanden ist das Ganze eigentlich aus der DSGVO vor ein paar Jahren. Ich wurde gefragt, was macht man denn? Man darf ja keine E-Mails mehr einfach so verschicken, die jetzt sensible Daten beinhalten, also die besonderen Datenarten, lebensbedrohende bzw. existenzbedrohende Datenarten vor allen Dingen, sprich Gesundheitsdaten im Wesentlichen. Daraus entstanden ist dann die Frage, was passiert im Moment? Aktuell ist es einfach so, dass Versender stellt die Daten irgendwie bereit für den Empfänger. Das Problem, entweder die Daten werden verschlüsselt, versendet, dann muss aber der Empfänger wissen, wie die Entschlüsselung funktioniert. Entweder er hat einen Schlüssel per Telefon bekommen oder wenn er nicht bekommen hat, muss er ein bekannter Empfänger sein mit PGP oder irgendetwas Ähnliches, der den öffentlichen Schlüssel zur Verfügung hat, beziehungsweise wieder über irgendetwas zu entschlüsseln kann. Das ist das Problem, das auftritt, wenn man eine großflächige Verteilung machen möchte. Nicht jeder kennt sich mit IT so gut aus, dass das alles machen kann, sondern die meisten gehen mittlerweile einfach rein und das Ding muss funktionieren. Somit ist es muss jeder erreichbar sein, nicht nur diejenigen, die irgendwas können im IT-Bereich. Die Konsequenz aus dieser aktuellen Begrenzung, dass nur bestimmte Empfänger nutzbar sind, ist natürlich das Problem, man hat nur einen bestimmten Empfängerkreis zur Verfügung. Ich habe keinen sicheren Nachweis, weil der Sender natürlich bis zum Empfänger auch dafür verantwortlich ist, dass das Dokument ankommt. Das ist wie bei der Post auch. Die Post übernimmt den Weg und steht dafür gerade, dass das Ganze ankommt.
Aber beim E-Mail muss es quasi der Sender tun. Das heißt, er ist dafür verantwortlich bis zum Empfängerpostfach, dass das Ding ankommt. Kann er aber gar nicht, weil der Weg kann er nicht bestimmen. Das heißt, er geht in einen unkontrollierbaren Bereich. Eine Ad-Hoc-Zustellung ist weltweit so nicht anwendbar. Wenn Sie jemand besucht aus, sagen wir, Saudi-Arabien und geht zum Arzt und möchte seine Dokumente haben, kann man es ihm nur zuschicken. Ob er weiß, was eine Entschlüsselung ist, keine Ahnung. Er möchte einfach nur sein Dokument per E-Mail haben, weil er braucht es einfach. Datenschutz, ja, das war die Konsequenz daraus. Das heißt, man muss besondere Datenarten beachten. Bei E-Mail ist automatisch ein Mitlesen, ein Abgreifen von Daten möglich. Ja, wie gesagt, der Sender ist einfach verantwortlich bis zum Empfänger und das kann er nicht kontrollieren. Und das war so ein bisschen der Aufhänger, um eine Lösung zu machen. Das heißt, wir haben das Thema etwas umgekehrt. Wir haben gesagt, wenn der Sender verantwortlich ist bis zum Empfänger, dann nehmen wir einfach die Verantwortlichkeit zurück. Wir lassen den Weg aus. Das heißt, wir geben die Daten dorthin, in den Bereich, den wir noch kontrollieren können. Und das ist der eigene Bereich. Wie eine Art Webshop. Der Versender stellt Daten im eigenen kontrollierten Bereich bereit, stellt die Daten dort verschlüsselt zur Verfügung. Der Empfänger wird nur informiert, dass Daten für ihn bereitstehen. Ein kleines, kurzes E-Mail, Daten stehen für Sie bereit. Ja? Der Empfänger meldet sich dann an, er muss sich vorher natürlich einmal ein Konto erzeugt haben, angemeldet haben, meldet sich dann an, der Weg ist automatisch SSL verschlüsselt. Somit haben wir wieder einen definierten Empfängerkreis, außer dass die Verantwortlichkeit des Versendens weg ist. Und der Empfänger kann jederzeit, zu jeder Tag- und Nachtzeit, egal wo er ist in der Welt, einfach wie in einem Webshop seine Daten abrufen. Dieser Abruf wird komplett mitprotokolliert. Die Daten stehen weiterhin als Protokoll zur Verfügung. Das heißt, man weiß, wie das Ganze, wann das Ganze abgerufen worden ist, dass es abgerufen worden ist. Die Daten, die verschlüsselt zur Verfügung stehen in der Datenbank, sind zusätzlich revisionssicher abgelegt. Das heißt, wir erzeugen einen Hashwert darüber. Der Hashwert wird separat abgelegt und bei jedem Zugriff erneut verglichen, ob der Hashwert noch mit den gespeicherten Daten übereinstimmt. Wenn er nicht übereinstimmt, wird sofort blockiert und der Systemadministrator benachrichtigt, dass hier etwas schiefgelaufen ist, beziehungsweise irgendjemand eventuell auf die Datenbank zugegriffen hat. Revisionssichere, ja, doppelt verschlüsselte Ablage. Es gibt kein Mitlesen, kein Abgreifen von Daten. Und der Sender, ja, ist verantwortlich bis zum Empfänger, aber nur im eigenen Raum. Dementsprechend kann er das alles kontrollieren. Das heißt, das ganze System ist komplett DSGVO-sicher gemacht, DSGVO-konform, inklusive speziellen Funktionen, die es erlauben, auf Knopfdruck eine Auskunft zur Verfügung zu stellen, was ist denn mit den personenbezogenen Daten darin passiert. Das ist eine moderne webbasierte Software, das heißt nur webbasiert, mit was Sie zugreifen, spielt keine Rolle. Ob Sie einen PC nutzen, ob man ein Tablet nutzt oder auch ein Smartphone, alles funktioniert. Das ist die zweite Software, die sogenannte Sensor Box, Sensor Analyzing Box. Die ist eigentlich aus einem Forschungsprojekt entstanden. Dieses Forschungsprojekt war ursprünglich zum Ziel, Sensordaten zu sammeln von Heizungssystemen, um sie dann auszuwerten und wieder zur Verfügung zu stellen. Es ist aber so universell natürlich geworden, dass mittlerweile beliebige Daten zur Verfügung gestellt werden können, beliebige Sensordaten von unterschiedlichen Geräten, Maschinen, egal was es ist, einfach eingesammelt werden können. Die Maschinen müssen sich sicher authentifizieren an der Sensorbox. Und dann kann man per Web wieder drauf zugreifen, kann sich die Daten anschauen, kann Trendverläufe anschauen, man kann KI drüber laufen lassen, bestimmte Algorithmen, prädiktive Algorithmen, um vorausschauend eventuell Fehler zu erkennen, eine schnelle Reparatur zu machen und so weiter. Und das weltweit. Das ist der Riesenvorteil, weil zum Beispiel Maschinenhersteller, die jetzt weltweit Maschinen irgendwo zur Verfügung haben und über IoT-Technik werden die Daten einfach verschlüsselt, übermittelt an die Sensorbox, werden dort abgelegt
anhand von den Trendanalysen, bestimmten Triggersystemen, Alarmsystemen, die integriert sind, überwacht man weltweit an einem webfähigen Gerät, ob das ein Tablet ist, ob das irgendwo irgendwas anderes ist, komplett seine Maschinen zum Beispiel und bekommt dafür Motoren, für Aktoren, wenn man es macht, Sensordaten zurückgeliefert, sieht aber, wo laufen denn die bestimmten Sensordaten hin? Laufen die auf eine Grenze zu im Trend? Laufen sie nicht darauf zu, wo sind meine Trigger? Wo muss abgeschaltet werden und so weiter? Kann man alles definieren, um so letztlich rauszubekommen, okay, der Motor läuft jetzt seit einem Monat an einen Grenzwert dran und wird immer mehr. Das heißt, ich soll den austauschen, bevor er ganz still steht oder irgendeine Wicklung durchbrennt. Also Punkt After-Sales-Service, das ist so ein Riesenthema für die Zukunft, das damit zum Beispiel abgedeckt werden kann. Das Ganze sieht so aus, das heißt, wir haben hier eine grafische Gestaltung, hier sieht man dann alle Meldungen, Risikowahrscheinlichkeit einer ausgewählten Anlage, die Sensorwerte, die kann man ausblenden, man kann Auto-Updates fahren, man hat Grafiken drin, die darlegen, wie hoch zum Beispiel Sensorwerte sind. Man kann grafische Verläufe anzeigen, ob irgendein Sensorwert gegen einen Grenzwert läuft und so weiter. Wenn man das Ganze jetzt, diese beiden Software-Systeme einfach verknüpft, hat man natürlich ein Komplettsystem. Auf der einen Seite die Sensorbox sammelt die Daten, wertet sie aus, macht Reports daraus und alles Mögliche. Über die API-Anbindung werden die Reports einfach rübergeschoben, revisionssichere Ablage, in der DocSec-Box abgelegt, sicher, zur Verfügung gestellt und gleichzeitig per API der notwendige Empfänger, wie ein, ich sag mal, technischer Leiter zum Beispiel und so weiter, einfach simpel informiert, ein neues Dokument mit dem Namen liegt für Sie bereit, können Sie abrufen. Das bleibt auch da drin, quasi wie in einem Safe und somit hat man eine komplette Ablage von Daten, auf die immer wieder zugegriffen werden kann. Das war die kleine PowerPoint-Präsentation. Was ich jetzt gerne machen möchte, ist eine kurze Live-Schaltung, damit man mal sieht, wie das Ganze live aussieht, dass man einfach einen kleinen Eindruck davon bekommt. Das ist die Anmeldung, ja, Benutzername und Kennwort falsch, gleich richtig gemacht. Das war die falsche. Das ist die DocSec-Box, das heißt, man sieht hier eine sehr aufgeräumte Oberfläche. Der Administrator hat links seine kompletten Möglichkeiten zur Verfügung, das heißt, man sieht alle Ordner, man kann auch Ordner für sich selber favorisieren, man kann filtern sofort nach ungelesenen Ordnern, hat hier unterschiedliche Ordner, die man selber anlegen kann und dann eben pro Ordner auch einer Gruppe, einer Berechtigungsgruppe zuweisen kann, die dann nur diesen Ordner sieht und auch die Dateien darin sieht. Wenn man hier drauf geht, Sekretariat zum Beispiel, kann man über den Punkt hier bearbeiten, Berechtigungen prüfen und so weiter. Über die rechte Maustaste entsprechend genauso. Bei Bearbeiten kann man Ordner deaktivieren ab einem bestimmten Zeitpunkt. Man kann eine Erledigt-Spalte zusätzlich mit anzeigen, sodass man sieht, wer hat dieses Dokument denn bearbeiten erledigt. Automatische E-Mail-Benachrichtigungen einstellen, eine Mindestdauer der Dateispeicherung einstellen. Auch das ist DSGVO-konform, sodass die automatisch deaktiviert bzw. gelöscht werden können. Ordnerberechtigungen, Dateistatus einstellen. Das sind diese Stati, die man letztlich machen kann. Das heißt, damit kann man beliebige Stati für diesen Ordner definieren, sodass für jeden einzelnen Ordner andere Stati definierbar sind, um die hinterher
anzuzeigen, farblich anzeigen zu lassen. So sieht es dann aus. Das heißt, man hat hier auf der rechten Seite einen Upload-Button. Mit dem werden Daten einfach per Drag and Drop hochgezogen. Die werden automatisch abgelegt und bei Bedarf auch die entsprechenden Empfänger, die hinten dran liegen, automatisch informiert, dass neue Daten da liegen, mit einem direkten Link auf die Datei, die versendet worden ist, sodass man beim Draufklicken sofort an die Anmeldung kommt, sich natürlich immer authentifizieren muss und dann direkt auf das Dokument springt und sich das Dokument anzeigen lassen kann. Hier wird nochmal eine genaue Beschreibung dargestellt, was es ist. Es ist eine PDF-Datei, es gibt einen Namen dafür, es gibt eine Beschreibung dafür. Hiermit kann ich sie anschauen. Einfach als Preisliste, jetzt zum Beispiel oder sonst irgendwas Ähnliches. Ich kann diese hier nicht drucken, das heißt, rechte Maustaste ist nicht verfügbar. Ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man kann beim Herunterladen, sehe ich sie hier, und dieses Herunterladen kennzeichnet im Prinzip ein Speichern lokal. Das kann ich verbieten. Dann kann ich nur online mir ein Dokument anschauen, habe aber nie die Möglichkeit, es im Original herunterzuladen und damit etwas anzufangen. Ist teilweise wichtig für Ausschreibungen, die vorab in, ich sag mal, speziellen Gremien festgelegt werden, ohne dass sie öffentlich gemacht werden dürfen. Daher kam auch die Anforderung, dass zum Beispiel solche Sperren drin sind und einfach nicht genutzt werden können. Das heißt, man kann immer nur ein Bildschirmfoto machen. Ich kann kein JPEG runterladen, kein Bild runterladen. Ich kann es nur, wenn ich möchte, abfotografieren. Aber ich habe nie das Original. Darüber bekommt man aber auch eine Historie. Man kann das Ganze nochmal bearbeiten, den Status hier ändern, Benachrichtigungen anzeigen, teilen mit weiteren Personen. Historie steht genau drin, wer was wann gemacht hat, wann es erstellt worden ist. Und diese Historie, das ist quasi der Nachweis eines Dokuments. Hier, dieses Dokument kann man als PDF sich darstellen lassen, als Report und dient dann tatsächlich als Nachweis, was ist denn mit den Dokumenten passiert? Wer hat es denn gelesen? Wer hat es downgeloadet? Und vor allen Dingen wann? Natürlich ist von Administratoren oder Berechtigten auch möglich, Dateien zu löschen. Aber diese Löschung wird auch mitprotokolliert. Das heißt, die ist nicht einfach weg, sondern wird mitprotokolliert, sodass alle Vorgänge, die im System stattfinden, vollständig nachvollziehbar sind. So, die Sensorbox. Die kommt auch gleich. Hier sieht man die Sensorbox, die Sensordatenaufnahme. Zum einen eine Übersicht, man kann sich die Alarme anzeigen lassen. Man sieht Sensordaten für sich. Was ist hier denn abgespeichert? Welche Sensordaten sind das? Auch die Parameter der Sensoren, die werden einzeln angelegt. Das heißt, man kann beliebig viele Sensoren da reinmachen. Und der Vorteil ist natürlich, wenn man beliebig viele Sensoren hat, je mehr Sensoren man hat, desto undurchsichtiger wird natürlich etwas. Der Mensch schafft noch 3 Dimensionen, 4 Dimensionen vielleicht, die er intern selbst vergleichen kann, die er zusammen korrelieren kann und ein Ergebnis bringen kann. Aber viel mehr wird er nicht dabei rauskommen, wenn man ungefähr 20 Sensoren hat, die jetzt einwirken und die zusammenbringen muss als Set und ein Ergebnis daraus ableiten soll, schafft man einfach nicht von der Menge her. Da kann eigentlich dann nur tatsächlich diese Machine Learning Algorithmen helfen, also die klassische KI oder noch mehr neuronale Netze, die dann eventuell zum Tragen kommen und dann die Sensorik auswerten können, schnell auswerten können, Maintenance, also Wartungszyklen einrichten können und so weiter. Das lässt sich dann aber im Individuellen damit machen und letztlich die kompletten
Analysen, die dabei herauskommen, sei es Dokumente, sei es Dateien oder irgendetwas, oder man stellt ZIP-Dateien zur Verfügung oder was auch immer, die kann man dann zum Beispiel zur Archivierung übertragen in die DocSecBox und dort liegen sie. Dann kann man sie jederzeit wieder abrufen, das heißt, eine vollständige Nachvollziehbarkeit ist darüber auch gewährleistet. Die Systeme gibt es in unterschiedlicher Art und Weise. Das heißt, zum einen bieten wir sie natürlich als On-Premise-Systeme an. Das heißt, jeder kann sie in seinem eigenen Rechenzentrum hosten, bis runter auch auf dem eigenen PC. Ist letztlich ein Datenbankserver plus ein Webserver, der zur Verfügung gestellt wird. Wir bieten aber auch SaaS-Systeme an, also Software-as-a-Service-Systeme, die komplett mandantenfähig sind. Wenn jemand sowas nicht komplett kaufen möchte, sondern nur nutzen möchte, dann zahlt er einfach nur für die Nutzung der Software, wird direkt abgespeichert, sodass er monatlich immer eine Nutzungsübersicht bekommt und genau weiß, okay, diesen Monat habe ich mehr verbraucht, im letzten Monat habe ich weniger verbraucht und das, was man verbraucht hat, zahlt man eben auch. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, den wir vorbringen wollten heute. Das heißt, ein Thema, wie schafft man sichere Kommunikation, wie schafft man eine nachweisbare Verteilung von Dokumenten, die sicher ist, revisionssicher ist und so weiter. Es geht also durch sämtliche Sparten hindurch, ist ein generelles Thema, das nicht nur auf einen bestimmten jetzt Zielgruppenbereich geht, sondern tatsächlich quer durch. Man kann damit eigene unternehmensweite Richtlinien weltweit zur Verfügung stellen und hat damit einen Nachweis, alles Mögliche damit tun. Ja. Ansonsten gibt es klar die Verwaltung komplett, die dann letztlich dafür die Sensoren da ist, dass man Sensoren anlegen kann, API-Keys zur Verfügung stellen kann. API-Keys sind spezielle längere Schlüssel, die für jede einzelne Sensormaschine zur Verfügung gestellt werden, sodass man ganz genau weiß, diese Daten kommen genau von dieser Maschine und nicht von irgendwo anders her. Somit ist eine Identifizierbarkeit von Maschinen, von Geräten, von Software oder was auch immer, was diese Sensoren zur Verfügung stellt, direkt möglich und man hat auch eine Verschlüsselung, eine komplette Verschlüsselung in der Richtung. Ja, dann darf ich mich bedanken und wenn jemand weitere Fragen hat, E-Mail-Adresse war, glaube ich, bekannt. Danke. Ja, hier meldet sich nochmal Bernd Schulz, Geschäftsführer der Telcotech, aus unserer Veranstaltung. Und zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Zusehern und Zuhörern auf unserem YouTube-Kanal bedanken, auch für die Ausdauer. Natürlich bei unseren Vortragenden, ganz wichtig, bei unserem Gastgeber, Herrn Kutzer und der Firma FOC. Bei unseren im Hintergrund arbeitenden Technikern, sodass die Aufzeichnungen dann auch per YouTube zur Verfügung stehen und wichtig zu verknüpfen, all die Projekte, Herr Meixner, Herr Kutzer, abends bereits in Ihren Vorträgen entsprechend angedeutet, gehören zu einem Netzwerk. Wir haben hier versucht, für unsere Kunden entsprechende Projekte aufzulegen, die Inhalte dieser Projekte darzustellen. Und wir hoffen, Ihnen damit entsprechende Lösungsansätze präsentiert zu haben. Wir selbst gehen davon aus, dass wir diese Veranstaltung sowohl als Präsenz- und Online-Veranstaltung im Frühjahr 2021 wiederholen werden. Herzlichen Dank an Sie. Wir alle wünschen Ihnen Gesundheit auch in diesen relativ komplizierten Zeiten. Hoffen, dass wir uns bei entsprechender Gelegenheit vielleicht sogar hier am Standort von FOC in Berlin wiedersehen werden. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund und halten Sie den Kopf oben. Wir verabschieden uns heute hier aus Berlin. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.